Hallo Leute und willkommen zu der kleinen Videoüberraschung. Ja, wie vorhin angekündigt, machen wir heute eine kleine Tour. Es geht nach Polen, denn unser letzter Ausflug, der ist schon wieder fast 2 Monate her und das kann so natürlich nicht sein. Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass ich keinen Bock mehr auf Little Paranoidistan habe und deshalb geht es heute mal in den Wald. Jupp, wir fahren tatsächlich in den Wald. Das Ganze soll mal ein bisschen spannender werden als nur die Wälder, die ich hier jeden Tag sehe. Deswegen habe ich so ein bisschen gegoogelt, was es denn Interessantes im Grenzbereich gibt. Denn etwa 150 Kilometer von hier, in der Nähe von Mecherin, das ist noch Brandenburg, da gibt es einen angeblichen Geisterwald. Ihr wisst ja, wir waren ja auch in Rumänien, in Cluj zusammen im Hoja Baciu. Da habe ich leider diese gebogenen Bäume, die so ganz, ganz komische Wurzeln haben. Nee, nicht Wurzeln, so ganz, ganz komische Stämme haben. Die habe ich da leider nicht gefunden. Und nun habe ich mitbekommen, beziehungsweise wurde mir von Freunden gesagt, dass es wohl einen ganz ähnlichen Wald in Polen geben soll. Und der befindet sich gerade einmal 2 Stunden mit dem Auto von zu Hause entfernt. Also denke ich, das ist eine tolle Tour für einen Freitag, denn ich muss unbedingt mal wieder was anderes sehen. Mir gehen die Zombies einfach nur tierisch auf den Sack, die hier überall rumspazieren. Und ich glaube, ein Geisterwald ist da eine richtig schöne Abwechslung. Ihr seht jetzt gleich aus dem Off eingesprochen, ein bisschen wie wir durch Berlin fahren und dann auf die Autobahn rauf und dann die Überfahrt nach Polen. Angeblich sind sämtliche Grenzübergänge offen. Es wird wohl nicht kontrolliert. Die einzigen Grenzübergänge, die noch kontrolliert werden, sind wohl nach Weißrussland, Ukraine und gab noch ein drittes, auf jeden Fall gen Osten, nicht gen Deutschland bzw. gen Westeuropa. Ich hoffe, das stimmt. Der Wald ist direkt hinter der Grenzlinie. Ich habe zur Sicherheit trotzdem meinen Reisepass und alles dabei, aber ich gehe nicht davon aus, dass man da an so einem Pampa-Grenzübergang überhaupt einen Grenzposten aufgebaut hat, denn die Brücke geht wohl direkt übers Wasser rüber und da ist dann, na, da geht dann die Landesgrenze, verläuft irgendwie durchs Wasser. Ich habe gerade eine ziemlich erschreckende Entdeckung noch gemacht. Das kann ich euch gleich aus dem Off dann nochmal genauer thematisieren. Aber ich bin gerade an der Grundschule vorbeigelaufen. Ich habe nämlich noch ein Brötchen gekauft hier bei einem Bäcker. Und da scheint jetzt gerade Hofpause zu sein. Wir haben jetzt 11.18 Uhr. Also wir sind gegen 13, 14 Uhr dann angekommen in unserem Geisterwald und schleichen dann da so ein bisschen rum. Mal schauen, was wir da so finden. Mal gucken, ob der kleine Ort nebenan auch spannend ist, um sich da so ein bisschen umzugucken, so Sightseeing-mäßig. Denn ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, mir haben diese Reisevideos jetzt wieder massivst gefehlt. Es wird Zeit für die nächste Tour. Ich will auf jeden Fall zu Halloween nach Bran. Das steht ja schon fest, das wisst ihr ja schon. Aber vielleicht können wir zwischendurch ab und an mal so Spontantrips machen. Denn mir macht das riesigen Spaß. Ich liebe diese kleinen Reiseberichte. Ich hoffe, euch gefällt das auch so ein bisschen. Aber jetzt zu dem eigentlich Traurigen, was ich noch kurz zumindest am Rande anmerken will. Ich bin jetzt an dieser Grundschule vorbeigekommen, wo gerade Hofpause zu sein scheint. Und da sind die Kinder traurigerweise tatsächlich auch mit Maulkorb unter freiem Himmel in ihrer Pause. Das ist so widerwärtig. Aber das ist noch gar nicht alles, denn die beiden Lehrer, die ich aus meinem, ja im Vorbeigehen, aus meinem Winkel gesehen habe, die standen ungelogen ohne Maulkorb daneben. 2 erwachsene mittelalte Damen haben sich schön gesonnt ohne Gesichtskondom. Und die Kinder, die nebenan auf dem Spielplatz gespielt haben, mit Gesichtswindel. Also wie kann man denn sowas als Lehrer verantworten? Das ist doch echt ekelerregend. Die haben da irgendwo auch eine Fürsorgepflicht für diese Kinder. Denen muss doch klar sein, dass das Quälerei ist. Aber na gut, das ist halt Deutschland im Jahr 2020. Ich bin gespannt, wie es gen Osten so aussieht. Wir fahren jetzt einfach mal los und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Berliner Stadtverkehr. Für mich gibt es jetzt so 1 bis 1,5 die 3 Ausrufezeichen Hörspiele oder Folgen der 3 Ausrufezeichen. Deswegen drehe ich dann den Ton ab von der Fahrsequenz, das kennt ihr ja schon. Und wir unterhalten uns dann unterwegs über alles, was mir so auffällt. Und da fahren wir auch schon los. Oder besser gesagt, wir rasen auch schon los, denn ich habe das natürlich wieder auf 4-fache Geschwindigkeit gestellt. Und ihr werdet es dann zwischendurch auch sehen, da sind einige Absätze oder Abschnitte drin. Da fehlt dann mal ein Stück Straße, denn die Fahrt durch Berlin hat mich insgesamt in Echtzeit ungefähr 1 Stunde gekostet. Theoretisch sind es ja nur knappe 150 Kilometer bis zum Krummen Wald. Aber da man erstmal aus der Stadt raus muss, hat sich das alles um wenige Minuten verzögert, wie man so schön sagt. Damit ich euch nicht die ganze Zeit mit Berlin zuspamme, denn ich meine, das könnt ihr ja, das kann ich ja jeden Tag filmen, ich wohne ja nun mal hier. Deswegen habe ich da ab und an einzelne Abschnitte jetzt einfach völlig willkürlich rausgenommen, denn das Video ist insgesamt so schon 1,5 Stunden lang. Also stellt euch darauf ein, wenn ihr jetzt an der Stelle angekommen seid, fehlen noch ungefähr 1 Stunde 25 Minuten, weil ich heute echt viel erlebt habe. War so ja anfangs überhaupt nicht geplant. Im Gegenteil, geplant war ja gar nichts. Das ist ja wirklich eine mega spontane Idee heute Morgen in meinem Vlog gewesen. Und das hat sich dann doch alles ganz, ganz anders entwickelt als, ja, als angedacht. Aber das ist durchaus positiv, wie ich finde. So, ihr seht gerade das Charakteristische für Berlin. Während wir da durch die Gegend rasen, durch meinen Bezirk Treptow-Köpenick, kommen wir an einer Baustelle nach der anderen vorbei.
Also wirklich ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie viele Baustellen ich heute gesehen habe. Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren endlos viele. Wir rasen und rasen von einer Baustelle in die nächste. Und da hat man auch wieder diesen kuriosen Fall von wegen riesen Fahrradweg auf der rechten Seite, links eine einzige Fahrspur. Dazu muss man wissen, hinter der Schnellstraßenbrücke, die ihr dort am Horizont seht, dahinter ist eine Dauerbaustelle seit Monaten. Das heißt, da staut sich nicht selten tatsächlich bis da nach vorne hin zurück. Jetzt geht das mittlerweile endlich wieder ein kleines bisschen. Ich bin ja nun auch zu einer Zeit gefahren, da war der Berufsverkehr schon durch. Aber hier stand man teilweise wirklich endlos lange einfach nur auf dieser scheiß einen offenen Fahrspur, weil dann ja permanent die Baustellenampel rot war. Also ihr seht das Elend jetzt glücklicherweise schon extrem entschärft. Ich habe für das Stück, was ihr jetzt gerade im Zeitraffer gesehen habt, teilweise schon 40, 45 Minuten gebraucht von zu Hause aus. Also für die, ich weiß nicht, 2-3 Minuten Autofahrszene, die ihr gerade seht, bin ich in echt, zum Glück nicht heute, aber auch schon mal 45 Minuten gefahren auf der Strecke. Wegen dieser, es tut mir leid, verschissenen Baustelle. Denn ihr seht ja, wie langsam sich das vorquält. Wir fahren auf den S-Bahnhof Karlshorst zu. Genau, da ist die Rennbahn Karlshorst zu meiner Rechten gewesen. Da sind wir gerade dran vorbeigerast. Passt zur Rennbahn und wir fahren jetzt unter der S-Bahnhofbrücke durch. Und das scheint einer der größten Engpässe der Baustelle zu sein. Denn da sind die Ampeln so dermaßen doof verschaltet, dass man da eigentlich jedes Mal steht. Und ich quäle und quäle mich jetzt ganz langsam so vor mich hin, um dann in Marzahn in der nächsten Baustelle zu stehen. Das seht ihr, glaube ich, das habe ich nicht rausgenommen. Und in Ahrensfelde an einer richtig blöden Straßeneinmündung zu stehen. Und dadurch haufenweise Zeit zu verlieren. So, ihr seht es jetzt, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. Ich habe da was rausgeschnitten. Das ist übrigens die Strecke, von der ich euch erzähle, von der aus ich die Tram immer ganz gut beobachten kann. Denn zu meiner Linken seht ihr die ganze Zeit parallel zur Straße die Tramstrecke. Und wenn man da so ein bisschen an der Ampel steht und da eine Tram vorbeikommt, was oft vorkommt, dann kann man da ganz wundervoll reingucken und sieht so ein bisschen die Paranoia-Piloten bzw. kann die Maulkorbdichte abschätzen. Ja, ihr seht es ja da, kommen die Trams ja andauernd vorbeigeschossen. Also das ist diese berühmt-berüchtigte Tramstrecke, von der aus, oder auf die ich mich immer beziehe, wenn ich meine, ich habe da jetzt die und die Tram gesehen und da ist irgendwie kaum jemand mit Maulkorb drin. Auch hier schlittern wir direkt wieder auf die nächste Baustelle zu. Die Ampelschaltung in Berlin ist sowieso, naja, so ein kleines bisschen kreativ, drücken wir das mal freundlich aus, denn da steht man teilweise ewig, weil man, wenn man Glück hat, abends eine grüne Welle hat und wenn man Pech hat, tagsüber eine rote Welle hat. Als ich vorhin heimgefahren bin, bin ich super durchgekommen. Ich weiß nicht, warum Berlin das nicht gebacken bekommt. So, da seht ihr die nächste Baustelle, die ist auch andauernd anders. Mal kann man auf dem linken Fahrstreifen geradeaus fahren, mal muss man auf dem mittleren Fahrstreifen geradeaus fahren. Also da habe ich auch schon die kuriosesten Änderungen erlebt. Aber das ist tatsächlich eins der Wahrzeichen von Berlin. Baustellen an jeder Ecke. Ich habe letztens eine Reportage angeschaut, da ging es um Berlin im Jahr in den 20er, 30ern. Und beziehungsweise speziell in den 30ern war Berlin wohl auch schon eine Baustelle. Also das Image scheint Berlin nicht loszuwerden. Man versucht was zu bauen, man bekommt es nicht so richtig hin. Berlin ist nun bekannt als, naja, ewig und 3 Jahre bestehende Baustelle. Und auch hier wieder eine rote Welle. Im Vergleich zu den Stettiner Ampeln geht das aber sogar noch, weil die Ampelphasen da einfach extrem lang sind. Das ist zwar einerseits ganz praktisch, wenn man denn fährt, dann kann man da auch durchziehen, teilweise eine ganze Minute lang. Die zählen dann immer so runter, die Ampeln, das seht ihr nachher. Aber wenn man eine Rotphase erwischt hat, dann kommt man da tatsächlich nur sehr, sehr schleppend voran. Nicht, dass es in Berlin anders wäre, aber hier fehlt einem so ein bisschen die zeitliche Abschätzung des Ganzen. In Stettin haben die Ampeln das, wie gesagt, angezeigt, wie lange sie noch rot oder grün sind. Da hat man einen ganz anderen Bezug dazu. Wenn ich hier in Berlin lange an einer Ampel stehe, da kann ich ja nur spekulieren, wie lange dauert denn das jetzt gerade. Also von daher fand ich das eigentlich eine ganz, ganz gute Idee. Hier an der Stelle bin ich in Echtzeit schon über eine halbe Stunde gefahren, um dorthin zu kommen. Und heute, also an einem Freitagmittag, war es wirklich leer vergleichsweise. Ist jetzt nicht so, dass da alles voll gewesen wäre und sich Staus gebildet hätten. Nee, im Gegenteil. Da war wirklich nicht viel.
Hier an der Stelle hätte ich mich fast verfahren, wäre ich fast eine zu früh abgebogen. Das hat sich aber dann zum Glück auch noch wieder eingerenkt. Ich bin richtig, richtig weitergekommen. Ich habe dann gefunden, wo ich hin will. Das hat soweit alles funktioniert. Und da sind wir auch schon in Ahrensfelde. Da habe ich eine Stausequenz rausgeschnitten, weil ich da 10, 15 Minuten einfach nur auf der Stelle stand. Da hat sich nichts getan. Und hier ist gleich der nächste Sprung. Nee, das ist noch kein nächster Sprung. Wir fahren jetzt... Oh Gott, habe ich jetzt zu viel rausgeschnitten? Nee, wir fahren jetzt auf die Autobahn zu. Wir sind noch in Brandenburg. Wir sind aus Ahrensfelde raus und starten direkt in Richtung Autobahn. Das habe ich mit drin gelassen, weil ich die Allee ganz schön fand und so euch den Kontrast zeigen wollte. Keine Sorge, ihr seht jetzt nicht noch stundenlang deutsche Autobahn. Es gibt dann gleich den nächsten Zeitsprung und dann sehen wir uns kurz vor der Grenze wieder. Aber genießt ein bisschen die Brandenburger Landschaft und die Brandenburger Ampeln, bevor es dann in Richtung Mecklenburg geht. Hier kommt die Autobahnauffahrt, die A10 ist das, der Berliner Ring und wie könnte es anders sein mit Baustelle. Auch die gesamte Autobahn in Richtung Polen, auch da waren überall Baustellen. Also mag ja sein, dass irgendwie noch zu viel Fördergelder übrig sind für irgendwelche Bauprojekte, aber dann gebt die doch bitte sinnvoll aus und zieht nicht an allen Ecken und Enden Baustellen hoch, die teilweise seit Monaten da stehen, ohne dass sich da irgendwas Sichtbares dran tut. Also das finde ich dann doch ein wenig seltsam. Und wieder eine rote Ampel. Das hat heute ganz wundervoll funktioniert, fast jede rote Ampel abgepasst. Es ging mir in Polen dann später noch ganz ähnlich, wenn auch nicht ganz so schlimm. Ihr seht, wir nähern uns unserem vorläufigen Ziel. Wir sind auf der Autobahn angekommen. Wir sind zwar nicht lange auf der Autobahn geblieben, wir sind dann relativ zeitnah Richtung Städtchen abgebogen und waren dann wieder auf der Baustellenautobahn. Da habe ich dann nicht mehr ganz so viel gefilmt, weil deutsche Autobahnen, wie gesagt, die kennt ja eigentlich jeder. Ich filme dann erst weiter, wenn wir in Mecherin ankommen und die letzten wenige 100 Meter vor der Grenze haben. Da seht ihr das Autobahnkreuz, da geht es dann rüber nach Stettin. Sonderlich viel war da heute generell nicht los auf der Straße. Aber es war auch nicht so, dass jetzt irgendwie der Paranoia-Pilotenballett gewesen wäre. Es war eher so, also ich bin mir recht sicher, es lag nicht daran, dass die Leute Angst haben. Ich denke eher, das liegt an der Zeit, zu der ich gefahren bin. Ich habe ja extra den Mittag abgepasst, mehr oder weniger abgepasst. Auch hier wieder zu eurer Linken, Rechten und geradeaus brandenburgische Weiden oder die Weiten Brandenburgs. Und jetzt sind wir schon in Mecklenburg. Das war der Sprung, von dem ich euch erzählt habe. Das ist jetzt das letzte Stückchen Deutschland. Ich bin ja nicht direkt nach Stettin gefahren. Jetzt habe ich ja schon gespoilert, aber es steht ja sowieso im Titel. Also von daher, ich habe es glaube ich vorhin auch schon gesagt. Ich bin ja nicht direkt nach Stettin gefahren. Ich bin zuerst zum Krischilas oder wie man das ausspricht gefahren. Zum Krummen Wald, zum sogenannten. Den seht ihr auch gleich, da will ich noch gar nicht so sehr spoilern. Und danach dann erst weiter nach Stettin. Und da ich, wie gesagt, nicht zuerst nach Stettin gefahren bin, hat mein Navi mich natürlich runtergeschickt von der Autobahn und über die Landstraßen. Das fand ich ganz lustig, da stand mitten im Nirvana so eine kleine Baustellenampel. Hier hat sich aber dann auch erklärt, warum, denn da waren irgendwelche Forstarbeiten zugange und dafür haben sie anscheinend eine Baustellenampel aufgebaut. Die Grenze, die ihr gleich seht, ist eine der unscheinbarsten, die ich kenne. Da ist im Prinzip gar nichts außer einer Brücke über die Oder. Denn die eigentliche Grenzlinie ist der Fluss. Ihr seht das, links und rechts, nee, rechts nicht, aber links stehen dann noch die Schilder, willkommen in Polen. Und das war's mit Grenzübergang. Also schon zack eingereist. Und direkt drüben angekommen und schon irgendwie so Kopfsteinpflaster, was sich echt beschissen gefahren hat. Aber das gibt's bei uns in Brandenburg ja auch zuhauf. Kleiner Funfact am Rande aus der Zukunft von mir gesprochen, als ich dann vorhin zurückgehen Little Paranoidistan gefahren bin und gerade über die Grenze drüber war mein Telekom-Netz tot. Also ungelogen, ich bin über den Grenzposten drüber gefahren, Meldung, ja willkommen, bla bla bla, und keine Datenverbindung mehr. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass ich nur Internetradio hören kann, weil mein Auto keine richtige Radioantenne hat. Und das ist mir ungelogen direkt auf dem Grenzstreifen abgekackt und hat es nicht mehr hinbekommen, meinen Radiostream aufrechtzuerhalten. Da war ich doch ein wenig irritiert, so zum Thema Digitalisierung in Deutschland.
Da ist die nächste Oderbrücke, davon gibt es einige. Und da ist dann auch schon der erste Ort. Das dürfte Gryfino sein. Ich glaube Greifenberg oder Greifenhagen oder so heißt es auf Deutsch. Das ist die nächst, in Anführungszeichen, größere Gemeinde, bevor wir am Geisterwald ankommen. Ihr seht, die Straßenführung ist eine ganz ähnliche wie bei uns. Einige Schilder sehen ein bisschen anders aus. Aber insgesamt ist es jetzt nicht so, dass da irgendwie sämtliche physikalische Regeln völlig über Bord geworfen wurden oder so. Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Ist natürlich Schwachsinn, es geht nicht um Physik. Es ist schon so, dass man sich da auch ohne Vorkenntnisse im Straßendschungel zurechtfindet. Es gibt so zwei, drei Konstrukte, verkehrstechnische, die kannte ich so persönlich gar nicht vorher. Also ganz, ganz komische Kreisverkehre, die eher aussahen wie eine gebogene Acht. Wird irgendeine Bewandtnis haben? Ich weiß nicht, woran es liegt, sieht ein bisschen komisch aus. Aber das ist so der große Unterschied zu dem, was ich aus Deutschland kenne. Da gibt es tatsächlich irgendwelche Straßenverkehrselemente, die man als normaler Schüler jetzt nicht unbedingt sofort zuordnen kann. Wir fahren jetzt erstmal noch durch das Dörfchen und auf unserer rechten Seite taucht dann der gruselige Geisterwald auf, der angeblich gruselige Geisterwald. Kleiner Spoiler, ich habe keine Geister gefunden, aber das war ja den meisten von uns schon vorher klar. Trotzdem hat sich der Trip definitiv gelohnt. Und wir tuckern immer noch über die Dörfer. Die Paranoia-Pilotendichte ist sehr durchwachsen. Da will ich jetzt, oder da kann ich gar nicht so sehr viel Verlässliches zu sagen, weil das in jeder Region natürlich anders aussieht. Aber es ist tatsächlich so, dass man einen Bus sieht, wo fast alle Maulkörbe aufhaben. Und dann sieht man den nächsten Bus, da hat so gut wie niemand einen Maulkorb auf. Da frage ich mich dann auch, okay, wie kommt denn sowas zustande? Mag sein, dass es da auch irgendwie von Region zu Region unterschiedliche Bußgelder gibt oder sowas oder da jede Kommune ihre eigenen Regeln hat, da habe ich jetzt noch nicht nachrecherchiert. Vielleicht weiß jemand von euch, der in Polen lebt, das ja auswendig, dann gerne in den Chat werfen. Aber ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass es mal wieder um irgendeine Angst vor Bußgeldern geht. Dass man einen gewissen Betrag nicht zahlen möchte und deswegen mit den Schnüffeltüchern mal im Bus drin sitzt und mal nicht. Woran man nun aber festmacht, in welchem Bus es gefährlich sein könnte, entdeckt zu werden ohne Maulkorb und in welchem nicht, das weiß ich beim besten Willen auch nicht. Jetzt sind wir auch fast schon da. Kleiner Spoiler, ich habe mich mal wieder ein bisschen vertan, aber das erzähle ich euch gleich aus der Live-Sequenz. Da mich mein Autonavi nicht bis zum Wald bringt, jetzt ein kurzer Zwischenstopp. Ich muss erst mit meinem Zweithandy gucken, wie wir jetzt direkt bis zum Geisterwald kommen. Deswegen stehen wir jetzt hier irgendwo in der Walachei. Na gut, nicht ganz Walachei, wir sind ja in Polen, nicht in Rumänien. Aber wir haben es fast geschafft. Das dürfte jetzt noch ungefähr 5 Minuten Fahrt sein. Ihr habt es gerade gesehen, die Überfahrt war völlig problemlos. Rüber war die über den Fluss und schon waren wir in Polen. Also Freunde der gepflegten Republikflucht, wir haben es gleich geschafft. Ich bin gespannt, ob mein Handy mich jetzt zum Geisterwald führt oder ob wir uns hier noch irgendwie durchfragen müssen oder so. Wir waren fast richtig, wir hatten es fast schon gefunden. Ich bin leider dran vorbeigefahren, das heißt, wir drehen jetzt um. Es sind von hier aus 4 Kilometer und ich bin gespannt, ob wir gleich ein paar Geister sehen oder nicht. Jetzt melde ich mich schon einen Tag später, denn ihr habt es ja gerade in meinem Vlog vom 12.09. schon mitbekommen. Ich bin gestern bei der Videobearbeitung mal wieder eingeschlafen. Kann auch sein, dass ihr das jetzt an meiner Erklärung von der ersten Fahrsequenz schon mitbekommen habt. Das klang schon ein wenig verpennt. Naja, jetzt bin ich fit und wach und jetzt kann ich euch den Rest des coolen gestrigen Tages erzählen. Denn das war ja nun eine Paprika-Tagesgestaltung ungarischer Art gestern. Wir haben ja eine kleine Rundtour gemacht. Ja, kein Vergleich zu unserer großen Rundtour. Wird Zeit für die nächste. Ich weiß, aber besser als gar nichts. Endlich mal raus aus Little Paranoidistan, endlich mal was anderes sehen, da durch die Landschaft brettern. Ja, zum Thema Straßenzustand, ihr seht's, hier ist ein kleines bisschen kurios an einigen Stellen. Direkt hinter der Grenze war das auch so, dass da so ein Kopfsteinpflaster die ganze Zeit war. Da bin ich echt langsam gefahren, weil es fuhr sich nicht sonderlich schön. Das ist mir auch aufgefallen, das ist ein ziemlich krasser Kontrast zu Rumänien, denn da sagt man ja immer, das wäre da alles so schlimm und so schlechte Straßen, was weiß ich nicht alles. Aber in der Realität war das genau umgedreht. Ich habe in Rumänien die besten Straßen erlebt, die ich bisher irgendwo hatte. Also ganz, ganz top erhalten, super in Schuss. Auf den großen Strecken natürlich, zwischen den Kuhdörfern war das auch nicht überall so. Aber im Vergleich zu Deutschland ein himmelweiter Unterschied.
Hier die polnischen Straßen, ihr seht es in den Ortschaften, okay, aber draußen teilweise auch so Flickenteppiche wie bei uns eben in Brandenburg. Oder, na gut, Berlin ist auch nicht besser. So, wir fahren jetzt in Richtung Geisterwald angeblich. Ich habe da jetzt gleich einige Probleme, einen Parkplatz zu suchen, das seht ihr auch. Denn, das habe ich später auch noch ein paar Mal gesagt, man ist ja, wenn man von Deutschland aus irgendwo hinfährt, da ist man, hat man hier mal Angst, oh scheiße, darf ich da jetzt parken? Nicht, dass da das Ordnungsamt kommt, nicht, dass mir das Auto abschleppen und sowas. Und offensichtlich ist das generell in Osteuropa ein bisschen lockerer. Denn hier bin ich gerade schon am Geisterwald vorbeigefahren, da gucke ich jetzt, oh, okay, wo kann ich mich hinstellen? Ja, scheiße, Parkplatz gibt es nicht so richtig. Ich habe dann das da gefunden, da stehen so Autos teilweise ohne Kennzeichen rum. Das war aber nicht unbedingt so vertrauenserweckend zuerst. Deswegen bin ich da jetzt noch ein Stück weiter gefahren, naja, rückwärts wieder zurück. Hab geguckt, ob es irgendwo vielleicht einen ausgeschilderten Parkplatz gibt. Kleiner Spoiler, nein, den gibt's nicht. Aber da ist man komischerweise ein Stück weit mit überfordert, wenn man das so nicht kennt. Jetzt fahre ich da rückwärts wieder raus, weil das funktioniert halt auch nicht so. Ich habe dann später mitbekommen, direkt rechts neben diesem Rohr, da ist dann auch schon der Geisterwald. Also, oder zumindest die krummen Bäume sind da. Ist jetzt nicht so, dass man da lange danach suchen muss. Ja, das sind so Garagen und sowas. Oh, jeder stellt sich da einfach irgendwo hin, wo halt Platz ist, was ja an sich auch sinnvoll ist. Na klar, man stellt sich dahin, wo man keinen stört und ja, wo das Auto halt stehen bleiben kann. So als normal, mit einer normalen Herangehensweise kommt man halt auch selber drauf. Aber wenn man aus Deutschland kennt, oh scheiße, da muss man überall bezahlen, da kommt das Ordnungsamt, da ist man da halt ein kleines bisschen vorsichtiger, traurigerweise. Ich habe mich dann halt einfach dort mit reingesetzt und das hat auch funktioniert. Wir sind angekommen, hier um die Ecke ist direkt der Geisterwald. Ihr habt es gerade gesehen, ich bin hier eine ganze Weile herumgekurvt, weil ich ehrlich gesagt keinen Plan habe, ob man hier parken darf, beziehungsweise es sieht danach aus, als würde das hier keine Sau jucken. Hier stehen Autos ohne Kennzeichen rum, hier steht ein Berliner hinter mir, da drüben ist noch irgendjemand aus Sachsen. Ich habe mich jetzt hier irgendwo so dazwischen reingefummelt. Ich hoffe, das geht klar, aber ich will hier auch nicht campen. Das heißt, wir sind ja in 1-2 Stündchen wieder da. Ich hoffe, dass mein Auto da noch da ist. Hier sieht es zumindest ein bisschen belebt aus, denn ich habe jetzt überhaupt nicht mitbekommen, ob hier irgendwo ein Parkplatz in der Nähe wäre. Ihr habt es vielleicht ganz kurz im Schnelldurchlauf gesehen. Habt ihr nicht gesehen. Ich habe das ja, war ja auf der rechten Seite von mir aus. Da hat man schon das Schild in Richtung Wald gesehen, in Richtung Krummer Wald, wie das auf Deutsch heißt. Krzyczy Las oder so ist das auf Polnisch, ich kann es nicht aussprechen. Und da gibt es zwar so einen Waldweg rein, da wollte mich mein Navi auch reinschicken, aber das hat direkt eine Schranke davor, das heißt, da kann man nicht durchfahren. Und das nächste, was ich dann gesehen habe, wo Platz war, um sich hinzustellen, das war halt das hier. Also hier ist halt wirklich so alte Garagen und sowas. Da vorne sucht auch noch eine andere Person, ein bisschen fragend. Naja, mein Auto sieht ja jetzt nicht brandneu aus, das heißt, das wird wahrscheinlich keiner klauen. Hier ist jetzt nicht irgendwie das topmoderne Modell. Aber ich vertraue einfach drauf, wenn der andere Berliner hinter mir steht, der ist noch zugelassen, der hat Nimmernschilder dran, der hat eine grüne Plakette dran. Ich gehe davon aus, der hat sich heute auch oder in den letzten Tagen mal bewegt. Ja, da denke ich, dass ich hier nicht zu weit weg vom Schuss bin. So rum. So, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Wir schauen uns um, ob wir nun einen Geister finden oder nicht. Und ich bin echt gespannt, ob es mir diesmal gelingt, die krummen Bäume mal zu entdecken, weil das hat ja in Klutsch irgendwie nicht so richtig hingehauen. Da steht das Schild, der Wald ist wirklich top ausgeschildert. Ich glaube, das sind auch weniger als 300 Meter, also das war wirklich nicht weit. Und ihr seht es auch gleich mitten im Wald, hängt an jeder Waldwegkreuzung ein Hinweisschild, wo man denn langlaufen muss. Das ist die erwähnte Schranke, von der ich euch gerade erzählt habe. Die seht ihr jetzt gleich. Das heißt, man wird zwar vom Handy-Navi da auf diesen Weg geschickt, weil das Handy-Navi halt offensichtlich nicht kapiert, dass man da mit dem Auto nicht hinkommt, aber da kann man natürlich nicht reinfahren. Ist ja auch logisch. Es brettern schon genug Leute durch den Wald, da kann man auch ein paar Schritte laufen. Da seht ihr es, dreisprachig ausgeschildert, wo es hingeht zum Krummwald. Scheint tatsächlich einer der größten Touristenmagnete in der Region Krupino zu sein. Oder Greifenhagen oder wie das auf Deutsch heißt. Es sind schöne kleine Waldwege, allerdings zeige ich euch nachher auch, dass es leider mal wieder eine Monokultur ist. Zumindest zum größten Teil eine Monokultur. Und ist auch nicht so, dass man da jetzt komplett weit ab vom Schuss mitten in der Natur ist. Da sind durchaus einige Leute anwesend, die dort mit ihren Hunden spazieren gehen. Das ist direkt hinter dem Wohnhaus, also wirklich abgeschiedene Natur. Das ist im Vergleich zu Klutsch jetzt auch nicht. Definitiv nicht. Wie unschwer zu erkennen, ist der Wald schon mal deutlich besser ausgeschildert als der Hoyerbakyo. Gut, mag sein, dass ich einfach nur an der falschen Seite reingelaufen bin in Klutsch. Ich weiß es nicht genau. Aber ihr habt es jetzt gesehen, hier ist alles voller Hinweisschilder. Das heißt, wir werden die krummen Bäume auch auf jeden Fall finden. Denn das scheint hier so eine Art Touristenattraktion zu sein, relativ bekannt. Und die Chance steigt, dass wir dieses Mal nicht irgendwo im Busch landen, sondern auch am Zielort ankommen. Da ist das nächste Schild.
Also ungelogen, im Abstand von wenigen hundert Metern an jedem Pfad, der irgendwo abbiegt, findet man ein neues Hinweisschild. Ich drehe euch jetzt die Kamera, damit ihr einfach den Waldweg mitverfolgen könnt. Und es ist ja auch mal eine schöne Abwechslung im Vergleich zu Zombiehausen in Berlin. Hier hat man seine Ruhe. Ich habe jetzt noch nicht so viele Paranoia-Piloten gesehen. Aber das habe ich euch wahrscheinlich eh schon in der Autofahrsequenz alles erzählt. Deshalb viel Spaß mit dem Wald. Und wir nähern uns unserem Ziel. Das ist jetzt schon die Zielgerade. Ihr seht jetzt noch ein paar kleine Waldwege. Das ist im Prinzip ganz ähnlich wie in Berlin hier unsere Waldstruktur. Das ist alles irgendwie das Gleiche. Jetzt müssen wir noch, oh Gott, ich weiß nicht, so 50 Meter oder 100 Meter geradeaus laufen. Okay, vielleicht sind es doch 300 Meter von der Schranke aus. Und dann sind wir auch direkt an dem Ort, wo die krummen Bäume stehen, angekommen. Und ja, ich spoilere nochmal, wir finden sie, was wie gesagt nicht sonderlich schwer ist. Es sieht echt faszinierend aus, aber zu den krummen Bäumen erzähle ich euch dann nachher auch noch einige Eckdaten. Leider ist es ein sehr, sehr kleines, begrenztes Areal, wo die Bäume so deformiert sind. Als ich ankam, war ich auch nicht der Einzige. Na klar, wie gesagt, das ist ein Touri-Hotspot. Es wird anscheinend auch Video überwacht. Ich habe da jetzt keine Kameras gesehen. Hier steht eine Picknickbank da, wie ihr seht. Und jetzt sind wir angekommen bei unseren krummen Bäumen. Wenn ihr das bei Google eingibt, findet ihr auch noch richtig coole Fotos so aus verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Belichtungen. Das macht schon was her. Und genau so sollen die Pflanzen in Cluj im Hoyabacho wohl auch, Bacchio, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, sollen die wohl auch aussehen. Beim nächsten Mal finde ich sie hoffentlich. Wobei das dort keine, ich glaube, das hier sind Kiefern. Im Hoyabacho ist es ja tatsächlich ein richtiger Mischwald. Das ist ja keine Monokultur. Es ist kein so rein künstlich angepflanzter Wald. Das ist wohl noch ein mehr oder weniger natürlich gewachsener. Hier, das ist leider eher Monokultur, was natürlich auch die krummen Bäume ziemlich anfällig macht. Aber dazu erzähle ich euch dann nachher noch einiges. Jetzt lasst einfach mal den Blick auf euch wirken. Da sind noch andere, die haben gerade Instagram-Fotos gemacht, kann man hier auch nachvollziehen. Aber ihr seht schon, das ist nur dieser relativ kleine, begrenzte Teil, wo die Bäume so krumm sind. Ich habe gedacht, das wäre ein bisschen mehr. Ich dachte, der ganze Wald wäre da irgendwie krumm. Ja, leider ist dem nicht so. Und in die Richtung, wo ich jetzt gerade hinlaufe, dahinter ist dann auch direkt die Straße. Da sind diese komischen silbernen Rohre oder... Ich weiß nicht, ob das Wasserrohre sind, ob da irgendwie Leitungen durchlaufen. Keine Ahnung, da habt ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung. Aber das ist direkt hinter der mehr oder weniger Lichtung, hinter dem Platz mit den krummen Bäumen. Da kann man sich auch reinsetzen, das ist relativ bequem sogar. Ich habe dann auch noch ein paar Fotos gemacht, habe mich da reingesetzt in die krummen Bäume. Und auch so mit dem Sonnenschein, das sieht halt einfach cool aus mit diesem grünen, braunen Boden. Also es wirkt doch schon ein bisschen mysteriös oder so ein bisschen mystisch. Traurigerweise ist eben direkt daneben ein großer Wohnblock und da hat man dann so die Geräusche der Menschen im Hintergrund, Kinder, die spielen und sowas. Das nimmt dann nicht gruselig ist es nicht, aber das nimmt dann die Spannung schon so ein bisschen raus. Wenn das jetzt mitten im Wald draußen war, wenn da jetzt nirgendwo ein Lebenszeichen von irgendwelchen Menschen wäre, dann hätte das sicher noch eine völlig andere Wirkung, wenn man da durchläuft. So allerdings weiß man, daneben sind Gartenanlagen, da sind Garagen, da steht ein Wohnblock, da ist eine Landstraße. Das ist jetzt nicht ganz so abgeschieden alles. Ihr seht diese Rohre da im Hintergrund. Das ist die Stelle, wo ich gerade eben noch mit dem Auto vorbeigefahren bin, also in der Sequenz gerade eben. Und auch hier krumme Bäume neben ganz normalen Bäumen. Ich habe das aus allen möglichen Winkeln nochmal fotografiert. Gefilmt. Ich bin da wirklich die ganze Zeit hin und her gelaufen, habe so viele Bäume wie möglich aufgenommen. Denn sowas, das sieht man einfach nicht jeden Tag. Und wenn man tatsächlich ein cooles Fotoprojekt machen will, dann könnte man sich je nach Thematik schon überlegen, ob das da in Frage kommen würde als Location. Denn so in Richtung Fantasy könnte ich mir das gut vorstellen. Das lohnt sich allerdings eher, wenn man noch was anderes in der Region dann geplant hat mit anzuschauen oder zu unternehmen.
Wir haben die krummen Bäume gefunden, wie ihr seht. Das war ja nun auch wirklich nicht schwer. Allerdings habt ihr es ja gerade in der Sequenz vom hier herumlaufen und umschauen schon mitbekommen. An den Bäumen erkennt man schon sehr, sehr deutlich, dass es künstlich so verkrümmt worden. Denn ich sitze gerade auf einem dieser Bäume. Man erkennt tatsächlich noch den alten Verlauf des Stammes. Und der scheint dann, wie auch immer, naja, so deformiert worden zu sein, dass er dann tatsächlich so eine Welle bekommt und dann erst in die Höhe wächst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das Ganze gemacht worden sein könnte. Könnt ihr mal auf Wikipedia querlesen, wenn euch das interessiert. Es gibt auch verschiedene Theorien, warum man das gemacht hat. Aber es sieht natürlich trotzdem ziemlich cool aus, auch wenn das ja sehr offensichtlich willentlich umgeformt wurde. In Klutsch ist das angeblich anders. Wie gesagt, ich habe ja die krummen Bäume da leider nicht gefunden. Da sollen die wohl natürlich so gewachsen sein. Also da erkennt man wohl auch nicht solche alten Wachstumsspuren noch. Das müssen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal genauer anschauen, wenn ich dann auch ein bisschen mehr Zeit mitbringe, um mir den Heuer-Bacchio anzuschauen. Denn ihr wisst ja, ich war definitiv nicht das letzte Mal in Rumänien. Aber es sieht schon echt cool aus. Es ist definitiv faszinierend hier, auch wenn es offensichtlich künstlich so erzeugt wurde. Ich hoffe, es gefällt euch auch ein bisschen. Ich finde, das ist mal was völlig anderes. Es ist auch eine sehr, sehr coole Fotolocation hier. Und man muss auch überhaupt nicht weit laufen. Das habt ihr ja mitbekommen. Mein Auto steht, ich weiß nicht mal 5 Minuten zu Fuß von hier entfernt weg. Was ein bisschen witzig ist, dass man hier überall diese Reste sieht von den ehemals ja vorhandenen Bäumen. Da hat man dann das Oberteil einfach nur abgesägt. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. Aber man hat zumindest die Krümmung noch stehen lassen, weil das natürlich der Magnet ist, warum die ganzen Touris herkommen, beziehungsweise warum die ganzen Touristen sich das anschauen wollen. Ihr habt es auch gesehen, die Hinweisschilder sind mehrsprachig. Polnisch, Deutsch und was war das letzte? Ich glaube Englisch oder sowas. Also es scheint relativ international frequentiert zu werden. Aber es macht eben auch schon echt was her, auch wenn es klein ist, das Areal. Das ist jetzt nicht groß, der Rest des Waldes sieht ganz normal aus. Wir drehen da gleich noch eine Runde. Es scheint nur diese eine Lichtung hier zu sein mit den krummen Bäumen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das im Sommer oder am Wochenende sehr, sehr stark frequentiert ist. Denn selbst jetzt sind ja hier einige Leute unterwegs. Ich bin ja nicht als Einziges hier. Kann ich auch nachvollziehen. Wie gesagt, es ist wunderschönes Wetter. Es ist Freitagnachmittag, 14.19 Uhr. Wir sind wundervoll im Zeitplan. Und ich werde jetzt auf meinem kleinen Spaziergang durch den Wald, denn ich werde jetzt nicht gleich wieder nach Hause fahren, das wäre ganz schön ballerballer. Ich will mich natürlich auch noch ein bisschen umschauen hier. Ich werde auf meinem kleinen Spaziergang mal ein bisschen googeln, was es hier noch so Schönes in der Nähe gibt. Ob es hier noch irgendwelche POIs, Points of Interest gibt, die wir direkt mitnehmen können. Denn 2 Stunden Hinfahrt, 2 Stunden Rückfahrt für 5 Minuten Lichtung filmen, das wäre ein kleines bisschen dämlich. Aber zumindest den euch mitnehmen Part habe ich jetzt für diesen Wald schon mal hinbekommen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck gewonnen. Das ist direkt von der Grenze aus über Greifenberg heißt es, glaube ich. Also Richtung Stettin, runter von der Autobahn, über die Brücke rüber bei Mischerin. Und dann von Gryfino ist die nächste grenznahe Stadt, sind das wirklich knappe 10 Minuten Autofahrt. Also kann man, wenn man im Bereich Brandenburg, Mecklenburg, Berlin irgendwo wohnt, durchaus auch als ganz gemütlich als Tagestour machen. Und ihr habt es in meiner Autofahrsequenz gesehen, es gab keine Grenzkontrolle, es gab nichts, überhaupt nichts. Man ist einfach über die Brücke gefahren und war da. Ich kann es euch definitiv empfehlen, wenn ihr eine coole Fotolocation haben wollt. Ist jetzt nicht so, dass wir hier mitten im Wald sind. Hier hinten ist so ein Wohngebäude, also wir sind da noch im relativ vergleichsweise urbanen Raum, auch wenn jetzt hier nicht unbedingt der Bär steppt. Aber es ist einfach mal was völlig anderes, wenn man sowas auch nicht unbedingt an jeder Ecke sieht, denn das macht definitiv was her, wenn man hier so durchläuft. Bestimmt wäre es im Dunkeln noch ein bisschen gruseliger oder ein bisschen spannender. Aber schaut mal, wie cool das wirkt so im Hintergrund. Das sieht schon verdammt geil aus. Ich werde auf dem Rückweg auf jeden Fall nochmal hier vorbeikommen. Ich laufe jetzt erstmal ein Stück in Richtung Wald. Hier nebenan ist, wie gesagt, direkt das Dorf. Da hinten ist so eine komische Rohrleitung. Ich weiß nicht, ob da Wasser oder irgendwas durchfließt. Direkt auf der Rückseite steht mein Auto. Wir sind also sehr, sehr straßennah. Ihr seht das auch auf der Karte, wenn ihr das bei Google Maps anschaut. Der Wald an sich, das Waldstück, ist nicht groß. Ich laufe jetzt im Prinzip wieder auf die deutsche Grenze zu. Vor mir ist Deutschland, hinter mir geht es weiter rein ins Land. Und das ist ein ganz, ganz kleines, umrissenes Waldstück. Ah, hier sieht es auch richtig cool aus. Ich drehe mich nochmal. Ich hoffe, ihr erkennt das gerade im Hintergrund. Naja, nicht so gut. Ich zeig's euch dann nachher auf jeden Fall nochmal. Aber jetzt gibt es erstmal einen kleinen Spaziergang. Wenn ich irgendwas Schönes sehe, dann filme ich da natürlich nicht. Filme ich da natürlich mit. So rum natürlich nicht, wäre ein bisschen dämlich. Und danach treffen wir uns nochmal hier auf der Lichtung und machen dann noch eine kleine Abschlussübersicht. Und ich erzähle euch, wie die weiteren Pläne heute aussehen.
Ich habe mich jetzt gerade noch ein bisschen zum Krummenwald belesen, damit ich euch noch einige Eckdaten geben kann. Und ich will euch auch mal zeigen, wo ich jetzt gerade angekommen bin. Ihr seht, so wirklich weltlich sieht es hier nicht mehr unbedingt so aus. Traurigerweise ist das Ganze hier auch eine Kiefernmonokultur, also das gleiche Problem wie auch in Brandenburg bei uns. Hat man eben vor einigen hundert Jahren alles ganz, ganz schnell gepflanzt, beziehungsweise hier speziell in den 30ern große Teile davon. Und da war traurigerweise nicht so das Augenmerk auf hochqualitativem Holz, hat man einfach schnell wachsende Pflanzen gebraucht. Deswegen hat man jetzt hier eine Monokultur, die auch immer wieder mit Schädlingsbefall zu kämpfen hat. Das kennen wir ja aus Brandenburg leider genauso. Und das macht auch vor den krummen Bäumen nicht halt, denn es gab ursprünglich mal um die 400 der sehr, sehr krummen, also der gekrümmten Kiefern. Jetzt sind da noch etwa 100 von übrig. Jetzt erschließt sich mir auch, warum man da oben was abgeschnitten hat, denn die waren halt einfach krank, die Bäume. Und das scheint sich traurigerweise immer so weiter fortzuführen. Das heißt, in einigen Monaten oder ja, na gut, in einigen Monaten hoffentlich nicht. Aber in einigen Jahren sind bestimmt nicht mehr viele dieser krummen Kiefern übrig. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber ja gut, das ist traurigerweise bei Monokulturen immer der Fall. Ich weiß, es kommt die heilige Gretel und lamentiert drum Klima. Nee, traurigerweise eher die generelle Anfälligkeit von Monokulturen. Das hätte man vorher wissen können. Aber ja, halb Norddeutschland bzw. halb Nordostdeutschland sieht so bepflanzt aus. Wie gesagt, ich wollte euch noch einige Eckdaten zu den krummen Bäumen geben. Ihr wisst jetzt, es waren ursprünglich mal etwa 400, jetzt sind noch 100 übrig. Habe ich alles aus Wikipedia, ist jetzt nicht die beste Quelle, aber das war auf die Schnelle hier im Wald jetzt die einzige, die ich nicht extra übersetzen musste. Da waren noch einige Literatur-Querverweise angegeben, da könnt ihr euch gerne noch reinlesen. Und es gibt, ja, wie gesagt, mehrere Theorien, wie die so gekrümmt worden sein könnten. Eine besagt, dass es möglicherweise darum ging, dass man das Holz für Möbel oder für den Schiffsbau haben wollte. Und man dachte sich, ey, wenn die krumm sind, dann haben wir da weniger Arbeit, so nach dem Motto. Halte ich jetzt für irgendwie nicht ganz so wahrscheinlich, denn es gibt da nicht... Also man hat ja in ganz Europa damals Schiffe und Möbel gebaut, hat da auch so gekrümmtes Holz für gebraucht. Und es gibt aber, soweit ich weiß, nur hier in Polen diesen krummen Wald und halt den Klucz. Zu Klucz muss man sagen, das ist keine Monokultur. Das habt ihr auch gesehen, das ist ein richtig schöner transsilvanischer Wald mit allen möglichen Pflanzen und Bäumen, die ich nicht unbedingt identifizieren konnte. Klucz ist ja auch bekannt als Alien-Spukwald oder Geister-Spukwald. Hier ist man sich nicht ganz so sicher, ob es hier nun spuken soll. Auf Wikipedia ist darauf hingewiesen worden, es soll hier angeblich auch spuken. Wie gesagt, ist halt eine Kiefernmonokultur. Ich weiß nicht, was hier rumspuken soll. Eine Kiefernmonokultur, die nicht sonderlich alt ist noch dazu. Aber es gibt noch eine weitere Theorie. Man hat auch darauf spekuliert oder man spekuliert auch, dass es sein könnte, dass beispielsweise die Jungbäume damals so während des Zweiten Weltkrieges von Panzern niedergewalzt wurden. Denn Gryfino, der nächste Ort, stand wohl stark unter Beschuss, hat alles früher mal mit zu Deutschland gehört und wurde logischerweise im Zweiten Weltkrieg dann auch attackiert. Und da könnte es wohl auch sein, ist aber auch unwahrscheinlich, dass die Panzer über die jungen Bäumchen gefahren sind, die sich dann wieder irgendwie erholt haben und dann nach oben gewachsen sind. Da stellt sich allerdings die Frage, warum nur so selektiv, warum nur dieser kleine Bereich? Weil alle anderen Bäume sind, wie ihr seht, völlig normal. Also auch das scheint nicht ganz so wahrscheinlich zu sein. Es gibt noch eine neuere Theorie, abgesehen von irgendwelchen Erdmagnetfeldgeschichten, die halte ich auch für unwahrscheinlich, denn man erkennt ja, dass die Bäume ursprünglich mal gerade gewachsen sind. Es gibt noch eine neuere Theorie, die besagt, dass es möglicherweise ein Forstarbeiter war, der die Bäume ganz bewusst so deformiert hat. Zum Beispiel, weil er irgendwie davon die Spitze als Weihnachtsbäume abschneiden wollte oder sowas. Also so richtig sicher oder so richtig konkretes weiß man da auch nicht. Aber es könnte durchaus sein, dass der ehemalige Bewirtschafter dieses Waldes die Bäume ganz bewusst so deformiert hat. Vielleicht wollte er auch einfach eine gruselige Geschichte erzeugen oder so, keine Ahnung. Aber das sind so die offensichtlich geläufigsten Theorien des Ganzen. Hier bin ich mir nicht ganz so sicher, was wir da gerade sehen. Hier sehen wir den Wald vor lauter nicht vorhandenen Bäumen anscheinend nicht. Aber auch vor mir ist alles voller Monokultur, neben mir ist alles voller Monokultur. Und so rein vom Wald her ist es, naja, gut, das ist halt nicht unbedingt schön, das muss ich zugeben. Die Krummbäume sind sehr cool, aber diesen ganzen Monokulturkram, ja, das ist überall das gleiche Trauerspiel. Teilweise Bäume in einem echt schlechten Zustand. Wirkt natürlich auch völlig anders als so ein gesunder Mischwald, wo Laubbäume und sowas mit dazwischen sind. Es ist leider kein Vergleich zu Klucz. Denn das war ja eigentlich mein Ziel des Ganzen. Ich wollte schauen, ob das auch so ein mysteriöser Wald hier ist, wie in Rumänien drüben, wo ja wirklich sich diverse Legenden drumherum ranken. Mir hat es da sehr gut gefallen, das wisst ihr ja. Ich hatte da überhaupt kein Gefühl, dass es da spukt, aber ich war auch im Sonnenschein mitten am Nachmittag da, genau wie jetzt. Mag daran gelegen haben. Aber man kann die Wälder aufgrund der Pflanzenstruktur nur sehr... sehr begrenzt vergleichen. Ja, es sind überall gebogene Bäume vorhanden, aber Monokultur, das andere ist natürlicher Wald.
Hier sieht man, dass die Bäume definitiv mal anders gewachsen sind. Ob man das in Klut sieht, da muss ich beim nächsten Mal schauen. Also wenn ihr erwartet, ihr findet einen Geisterwald wie im Heuerbacchio, dann seid ihr vielleicht ein bisschen enttäuscht. Trotzdem, wie vorhin schon gesagt, es lohnt sich, was einfach cool aussieht. So, jetzt gibt's noch mal den Rundumblick und dann schaue ich mal, ob ich noch irgendwas Spannendes hier finde. Ansonsten google ich mal so ein bisschen, was hier so an Regionen, an Orten in der Nähe ist, wo es vielleicht noch ein schönes Stadtzentrum gibt, die wir dann auch noch mitnehmen können. Denn wir sind ja nun mal einmal hier, da müssen wir das auch ausnutzen. Ihr seht, da ist relativ viel Luft oder viel Freifläche, da sind keine Bäume. Ihr habt jetzt zu meiner Rechten die Monokultur geradeaus auch noch mal. Ja, wir biegen jetzt gleich links ab, da ist dann tatsächlich so ein bisschen Mischwald vorhanden, aber es ist jetzt nicht so der natürlichste, gesündeste Wald. Sieht jetzt nicht schlecht aus so, traurigerweise liegt da auch viel Müll rum, ist aber schon mit unserer Waldstruktur in Brandenburg zu vergleichen. Ist tatsächlich kein Vergleich zu unseren transsilvanischen Wäldern, die ich gesehen habe, wo wirklich große alte Bäume waren, wo es hoch ging, wo es runter ging, wo es sehr, sehr, ja einfach sehr, sehr hügelig war, wo es auch total spannend war, einfach nur so durchzulaufen, weil man an jeder Ecke irgendwas Interessantes entdeckt hat. Das war jetzt hier leider nicht unbedingt der Fall. Trotzdem konnte man einen schönen kleinen Waldspaziergang machen. Wir laufen jetzt auch noch auf einen Kanal zu. Ich weiß nicht, ob der zur Oder gehört. Ich werde mal parallel bei Google Maps schauen, ob das irgendwie ein Nebenarm von der Oder ist. Denn die Landesgrenze oder die Grenze zwischen Polen und Deutschland, die verläuft direkt im Fluss. Da war dann noch irgendwie so ein alter Bunker oder sowas. Da stand auch nichts dran, was das sein sollte, keine Ahnung. Da bin ich nochmal runtergeklettert, um zu schauen. Aber viel zu sehen gab es da jetzt nicht unbedingt. Deswegen klettern wir auch gleich wieder hoch. Da ragt nur einige Betonstücke mit Stahl drin verstärkt raus. Da ist eine große Hochspannungsleitung. Da hinten ist irgendwie ein Kraftwerk oder sowas. Da ragen zumindest drei Schornsteine in die Höhe. Und ansonsten liegen hier leider relativ viele Autoteile irgendwie rum. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich habe da jetzt nicht so explizit drauf gehalten, weil ich das eigentlich eher schade fand. Wird aber auch einiges vermüllt. So, ich habe jetzt gerade den Kanal gefunden auf Google Maps. Das ist tatsächlich gefließt in die Oder. Wo das herkommt, das ist hier nicht so richtig ersichtlich. Also, oh, keine Ahnung. Bei Google Maps sieht man den Zipli-Kanal, heißt er. Da fehlt ein Stück vom Kanal auf der Google-Karte. So, eine Art kleiner Kanal ist hier auch noch. Und es ist jetzt nicht falsch verstehen, es ist nicht so, dass es hier nicht schön ist. Es ist durchaus, mehr oder weniger idyllisch, leider relativ zugemüllt. Das habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, hier hat jemand seinen Gürtel vergessen. Da hinten lagen halbe Autos im Wald. Da drüben sieht es auch nicht unbedingt ganz so sauber aus. Aber irgendwie ist die ganze Gegend so ein kleines bisschen trostlos. Naja, wir waren mal da, wir haben es uns mal angeschaut. Für irgendein cooles Fotoprojekt eignet sich die Location bestimmt auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich total begeistert bin von der Schönheit der Natur hier. Hier ist zumindest so ein kleines bisschen Mischwald vorhanden. Hier tuckern auch die ganze Zeit irgendwie Autos vorbei. Ich weiß nicht so richtig, warum man hier durch den Wald kurft. Das scheint hier auch keinen so wirklich zu interessieren. Naja, es ist halt Ostdeutschland. Das war ja vorhin so krass, als ich ewig nach dem Parkplatz gesucht habe. Ich war da wirklich mal wieder völlig überfordert, ob ich da jetzt parken darf oder nicht. Weil man in Deutschland so gewohnt ist, dass überall Schilder stehen, dass überall eine Parkuhr steht. Und ich weiß, dass es hier im östlicheren Teil des Kontinents, ja, wir sind gerade 5 Kilometer von der Grenze weg, ich weiß, aber das ist gerade in den ostdeutschen Regionen oft ganz normal, nicht ostdeutschen, osteuropäischen Regionen oft ganz normal ist, dass man sich da irgendwo auf die grüne Wiese stellt. Aber wenn man aus Deutschland rüberfährt, hat man immer irgendwie so im Hinterkopf, ja scheiße, dann kommt das Ordnungsamt, dann klauen die einem das Auto weg, dann muss man da Geld für zahlen und so. Das scheint hier niemanden so richtig zu interessieren und das ist ja auch wieder ziemlich sympathisch, finde ich. So, wir laufen weiter und dann schaue ich mal, was wir als nächstes ansteuern. Und das erkläre ich euch dann wieder bei den krummen Bäumen.
Wir sind wieder im krummen Teil des Waldes angekommen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was wir jetzt mit dem angebrochenen Tag noch so anfangen. Denn, wie vorhin schon gesagt, jetzt wieder heimfahren, das wäre wirklich vollkommen gaga, nachdem wir 2 Stunden hergefahren sind. Und ich habe ein bisschen rumgegoogelt. In Gryfino scheint es nicht ganz so viele Sehenswürdigkeiten zu geben. Da scheint der einzige hier irgendwie der krumme Wald zu sein. Aber es sind gerade einmal 30 Kilometer bis Stettin. Stettin ist wohl die 7. größte Stadt in Polen. Das bedeutet für uns, wir laufen jetzt zurück zum Auto, schmeißen uns rein, fahren noch knapp ein Stündchen bis Stettin. Gut, wird wohl schneller gehen. Vorhin hat er mir irgendwie eine Stunde angezeigt. Das erschließt sich mir aber nicht für 30 Kilometer. Außer wenn das Feldwege sind, um da hinzukommen, da sehe ich dann gleich. Und wir machen dann auch eine kleine Tour durch Stettin. Schauen uns da die Sehenswürdigkeiten an, machen einen kleinen Zombie-Seuchen-Check, gucken, ob da Paranoia-Piloten unterwegs sind und versuchen dann so gegen 18 Uhr ungefähr wieder in Richtung Berlin aufzubrechen. Mal schauen, wenn da keine Paranoia-Piloten sind, dann futtere ich da noch was Schönes, denn in Tschechien gibt es immer so tolle Knödel. Ich hoffe, dass es in Polen was Ähnliches gibt. Aber wenn die hier alle Paranoia schieben, dann geht das natürlich nicht. Dann essen wir in Berlin bzw. zu Hause. Aber wir lassen das jetzt einfach mal auf uns zukommen. Ich hoffe, ihr seid genauso motiviert wie ich. Ich weiß, ihr sitzt zu Hause und guckt jetzt. Wenn ihr die Sequenz vom Video seht, dann bin ich ja schon lange wieder in Berlin. Ich mache jetzt hier noch 1-2 Fotos, die ich dann später bei Instagram posten kann oder so mit den Wäldern, mit den Bäumen, jetzt wo ich es einmal kurz für mich alleine habe. Und dann geht's auch direkt weiter. Ein bisschen Spaß musste natürlich auch noch sein. Einfach weil ich es kann, so mit Selfie-Stick. Kleine Zwischenmeldung, mein Auto ist auch noch da, sieht auch unbeschadet aus, war also nicht schlimm, dass ich mich hier mitten ins Nirvana gestellt habe. Denn ihr seht ja hinter mir, wie es hier momentan ausschaut. Aber alles noch da und wir fahren jetzt direkt los in Richtung Stettin. 16.15 Uhr und wir haben es geschafft. Wir sind in Stettin angekommen. Auch hier ist es mit dem Parken wieder ein bisschen abenteuerlich. Hier ist zwar links und rechts jeweils ein Schild ausgeschrieben mit einem großen P dran. Die parken ja hier auch alle, wie man dunkel erahnen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist schon richtig so. Aber man muss hier tatsächlich mit dem halben Auto auf dem Fußweg stehen. In Berlin würde da wahrscheinlich auch gleich das Ordnungsamt rangeritten kommen und die Bußgeldzettel verteilen. Aber hier ist das völlig normal. Ich habe mich jetzt hier hingestellt. Ich hoffe, ich bin einigermaßen in der Nähe des Zentrums, denn mein Autonavi hat mich mal wieder in die Wüste geschickt. Aber theoretisch ist es ungefähr 1 Kilometer in die Richtung bis runter zur Oder und da sind dann nur noch die Parks und das Rathaus. Und wir wollen ja nun noch eine kleine Tour machen. Wundert euch nicht, warum ich jetzt erst um 3:45 hier angekommen bin. Ich habe zwischendurch noch einiges gemacht, denn ich war noch tanken und habe geschaut, wie ist es denn da so mit den Paranoia-Piloten. Habe mir auch was Cooles Polnisches zu trinken besorgt, denn das ist irgendwie generell sehr interessant. Je weiter man gen Osten kommt, desto spannendere alkoholfreie Getränke haben sie. Mag daran liegen, dass ich in Deutschland einfach alles kenne und dass alles, was ich nicht kenne, dann interessant und ja, interessant ist und Spaß macht, es auszuprobieren. Aber das fällt mir jedes Mal auf. Es gibt so geile Getränke in Tschechien, in Rumänien sowieso und hier in Polen offensichtlich auch. Da frage ich mich immer, warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin? Warum können wir das nicht auch importieren? Aber gut, andere Geschichte. Jetzt geht's direkt rein ins Getümmel. Ich habe unterwegs so ein bisschen versucht, in den ÖPNV reinzulooken, denn ich bin an einigen Bussen vorbeigekommen, an einigen Trams. Problem ist, die Busse hier sind relativ, meistens haben die getönte Scheiben, da sieht man nicht viel, aber die Trams, da kann man reingucken. Und ich kann euch beim besten Willen nicht sagen, ob die eine Maulkorbpflicht im ÖPNV haben oder nicht. Bei einigen Bussen denke ich ja, okay, das sieht danach aus, da sitzen nahezu 100% Maulkorb-Paranoia-Piloten drin, inklusive Fahrer. Dann kommt wieder ein Bus vorbei oder eine Tram vorbei, da hat überhaupt keiner Maulkorb auf. Also mir erschließt sich nicht, nach welchem System das geht, je weiter man auf die Kuhdörfer raufkommt. Ich bin ganz bewusst Landstraße gefahren, weil ich mehr vom Land sehen wollte, als nur über die Autobahn zu brettern. Ich bin die Straße 31 komplett hochgefahren, von Gryfino jetzt hoch nach Stettin, 34 Kilometer, knapp eine Stunde gefahren. Ja, über die Autobahn wäre schneller gegangen, aber ich habe schon so viele Autobahnen gesehen, da dachte ich mir, ach, scheiß drauf, das geht auch so. Und draußen auf den Kuhdörfern, wirklich in den kleinen Orten, habe ich kaum Paranoia-Piloten gesehen. In den etwas größeren Städten dann ein paar mehr. Also es scheint ähnlich wie bei uns in Deutschland zu sein. Es ist wahrscheinlich Pflicht. Ja, wäre jetzt natürlich besser, wenn ich das gegoogelt hätte. Aber so wichtig war es mir dann halt auch nicht. Ist wahrscheinlich Pflicht, aber im urbanen Raum gibt es dann so einen gewissen Teil, der wahrscheinlich Angst vor Bußgeldern hat. Und auf dem Dorf sagt sich jeder, ja mein Gott, scheiß drauf. Wir sind ja nicht in Södernistan. Da hat man ja offensichtlich richtig Angst vor Bußgeldern, die jetzt 250 Euro kosten. Hier scheint das ein bisschen entspannter zu sein. Aber jetzt geht's raus in Richtung Stadtzentrum. Aber vielleicht noch Update an der Tankstelle. Ich habe gleich voll getankt, denn wenn man nach Polen fährt, dann muss man ja tanken. Das ist ja so das alte Klischee. Und da hat auch keiner nach einem Maulkorb gefragt. Ich bin in die Tankstelle gegangen, habe da getankt, habe noch mit den Leuten da so ganz kurz so versucht zu reden, weil der eine konnte Deutsch, die andere, die hat es versucht. War ganz lustig. Die haben noch an der Tankstelle gechillt. Da waren noch irgendwie Freunde von denen da, auch alle ohne Maulkorb. Also die nehmen das hier nicht ganz so todernst, ist mein erster Eindruck. Aber jetzt rein ins Getümmel.
Es hat einen Moment gedauert, bis ich den Weg ins Stadtzentrum gefunden habe, denn ich habe mal wieder ziemlich am Arsch geparkt, das erzähle ich euch nachher auch noch. Lag einfach daran, dass ich nicht wusste, wie gut man eigentlich in Stettin parken kann. Man muss nicht 2 Kilometer außerhalb stehen bleiben, ist ja nicht Berlin. Ich habe aber auch schon an einer riesengroßen Ampelkreuzung die erste spannende Sehenswürdigkeit oder so gesehen. Interessant war, dass die ganze Stadt voller Kirchen ist. Einige davon seht ihr dann auch gleich noch in Großaufnahme. Und es gibt einige riesengroße, ich weiß nicht, ob das Zufahrtsstraßen sind, also ihr seht das ja, weiß nicht, 8-spurig oder sowas, also wirklich gigantische Straßen, gigantische Kreuzungen. Da hinten ist eine BVG-Tram vorbeigefahren, so eine gelbe Tram, die hier bei uns auch in Berlin fahren. Die haben wir anscheinend nach Stettin verkauft oder sowas. Da kommen später noch einige, das fand ich auch sehr lustig. Da fahren tatsächlich gelbe Trams ursprünglich von der BVG rum. Gemischt mit ganz, ganz modernen, ganz neuen Trams. Und ihr habt überall diese riesengroßen Verkehrskreuzungen. Die Ampeln zeigen teilweise an, wie lange sie noch grün bleiben oder wie lange sie noch rot bleiben, mal so, mal so. Und es ist einfach unfassbar viel los. Viele Menschen, viel Verkehr. Ihr seht es so im Schnelldurchlauf, im Vorbeirennen, einige mit Maulkorb, aber eher die Minderheit, die meisten ohne. Das Social Distance jetzt auch keiner, zumindest habe ich da nicht ganz so viele Social Distancen sehen. Hier habe ich auch noch ab und an so ein paar kleine Sprünge eingebaut, denn ja, so durch die Häuser reinlaufen, das war jetzt nicht ganz so interessant. In Prag war das so, da sah jede Ecke einfach nur schön aus, da konnte man in jeder Ecke irgendwie filmen ohne Ende, da hat man tolle Hausfassaden überall gehabt, das war hier so teilweise der Fall. Viele Häuser sahen eher normal aus, wie man das auch bei uns aus Deutschland kennt. Deswegen habe ich dann teilweise ein bisschen abgesetzt, aber ich glaube, jetzt ziehen wir durch bis runter zum Hafen. Und kleiner Spoiler, ihr habt es in meinem Vlog, wenn ihr den vorhin gehört habt oder gesehen habt, schon mitbekommen. Ich habe noch was sehr, sehr Interessantes gefunden hier in Stettin, was komischerweise nicht unbedingt zu dem passt, was ja momentan in Deutschland immer propagiert wird. Aber mehr dazu nachher. So, ihr seht, in jeder Richtung gibt es irgendwas, was man sich anschauen kann. Ich habe leider nicht alles angucken können, einfach auch aus Zeitgründen, denn ich wollte ja am gleichen Tag noch zurück. Und eigentlich war ja mein Plan, das Reisevideo schon gestern hochzuladen. Ihr habt mitbekommen, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Aber deswegen wollte ich dann nicht noch irgendwie 5 Stunden durch die ganze Stadt laufen, auch wenn es sich bestimmt gelohnt hätte. Da ist eine riesengroße Kathedrale, jetzt ist leider ein Baum im Weg. Die sieht auch richtig schön aus, da kommt man anscheinend auch ohne Maulkorb rein. Da habe ich auch kurz überlegt, machen wir das? Problem ist nur, ich hatte kein Kleingeld, da muss man wohl 2 Euro Eintritt bezahlen. Also die Menschen, die jetzt gleich reinlaufen, was ihr jetzt gleich seht, die können das ohne Maulkorb, ganz unbehelligt. Und da hat es mich echt in den Fingern gejuckt. Ich habe mich so geärgert, dass ich kein Bargeld mit hatte. Denn ich habe das Bargeld, mein Restbargeld noch in der anderen Tasche, in dieser Tussi-Tasche von meiner Juna Jujunskaya, von dem Demo-Stream. Und leider nicht in meiner normalen Reisetasche oder in meinem normalen Reiserucksack, so rum. Das muss man dann sicher auch beim nächsten Mal machen. Lohnt sich bestimmt, die Kathedrale anzuschauen, denn die ist echt gigantisch. Es gibt dann auch noch einige Schlösser und sowas oder Burgen kann man es nicht so richtig nennen. Die habe ich leider dann auch nur aus der Ferne gesehen. Eins davon schauen wir uns an mit 2 Innenhöfen. Richtig, richtig schön. Ihr seht, da unten geht es dann runter zum Hafen. Da ist auch noch ein spannendes Gebäude. Auch hier wieder eine riesengroße Straße. Und nochmal die Kathedrale insgesamt. Auch hier überall keine Parkschilder oder so. Die Leute, die stehen da halt einfach. Das scheint völlig normal zu sein. Das sah von Weitem dann auch noch schön aus. Das seht ihr nachher dann. Das Haus auf der rechten Seite, vor der Kathedrale aus der Ferne gesehen, das passt so richtig schön farblich zusammen. Da hängt noch eine Glocke rum. Ich muss mir mal angewöhnen, die Orte, die ich mir anschaue, vorher mal zu googeln oder sowas, damit ich euch dann noch ein paar Rahmeninformationen dazu geben kann. Auch mit der Belichtung war das wirklich schön. Da oben ist der Glockenturm, da kommt man auch rein, den kann man auch besichtigen. Aber auch da braucht man natürlich Bargeld für. Beziehungsweise im besten Fall wäre natürlich noch Münzgeld. Jetzt spazieren wir wieder durch ein Wohngebiet. Auch wieder alles voller Wegweiser. Schön ist, dass da immer die Laufzeit angegeben ist. Wäre natürlich auch gut, wenn man einfach die Entfernung angeben würde. Das wäre ein bisschen einfacher, denn mir ist aufgefallen, dass die Laufzeit definitiv geringer ist als dort angegeben. Ich weiß nicht, was sie da für eine Durchschnittsgeschwindigkeit zugrunde gelegt haben. Für ältere Leute oder so mag das passen, aber ich habe die meisten Ziele, die ich angesteuert habe, weitaus schneller erreicht. Teilweise wusste ich gar nicht, ob ich da nun richtig rumlaufe, ob das jetzt der richtige Weg ist, denn ihr seht ja, das ist mitten im Wohngebiet. Da hat aber der Weg was hingezeigt, zumindest so halb. Ja, ich habe dann mitbekommen, oh, ich muss eigentlich da hoch. Das war teilweise ein bisschen irritierend, aber ich habe gefunden, wo ich hin wollte. Ihr seht es da hinten, da ist schon die Mauer zu sehen.
Da bin ich dann noch in so eine Hochzeitsgesellschaft reinmarschiert. Die haben da irgendwie gerade Hochzeit gefeiert. Das habe ich aber dann erst ein bisschen später bemerkt. Das seht ihr gleich. Wir spazieren da jetzt einfach durch, gucken uns das an, während da die Hochzeitsgesellschaft dann sich formiert, um da irgendwie ihre Gruppenfotos zu machen. Aber hat auch keiner irgendwie was gesagt oder so. Auch hier viele kleine Gassen. Nochmal der große Kirchturm im Hintergrund. Die Stadt scheint relativ weit auseinandergezogen zu sein, denn ich habe es nicht mal bis zum Rathaus geschafft. Das war noch irgendwie 14 Minuten dann in eine ganz andere Richtung. Ich war aber dafür unten am Hafen unterwegs. Da könnt ihr jetzt gerne auf Pause drücken, ein bisschen was lesen, wenn euch das interessiert. Wir marschieren jetzt erstmal rein. Und das ist ein richtig schöner Innenhof, da ist auch eine Bühne aufgebaut. Da finden anscheinend Veranstaltungen oder sowas statt. Jetzt ist da nicht ganz so viel los, wie ihr seht. Aber zumindest theoretisch scheint es da auch Events zu geben. Die Uhr fand ich sehr schön. Und die Fassade ist richtig schön geschmückt oder richtig schön gestaltet oben. Ist ein richtig schöner Schloss-Innenhof oder Burg-Innenhof. Ich werde mal nebenbei gucken, ob ich herausfinde, wie das Ding eigentlich heißt. Gestern wusste ich das noch, ich habe es aber wieder vergessen. Denn ich habe so viel gestern angeschaut. Das ist der zweite Innenhof, der ist ein bisschen kleiner. Kann auch sein, dass ich euch das unterwegs dann noch irgendwie gesagt habe, wie das Ding heißt. Ah, da steht es auch. Da seht ihr den Aufbau des Gebäudes. War jetzt nicht ganz so viel los, aber ich war ja nun auch an einem Freitag am frühen Abend dort. Ist vielleicht am Wochenende, wenn dann die Touristen in der Stadt sind, auch nochmal völlig anders. Ein paar andere Leute sind auch rumgelaufen, wie ihr seht, auch ohne Maulkorb. Da hängen links die Plakate zu irgendwelchen Veranstaltungen aus oder zu irgendwelchen Ausstellungen. Und da seht ihr jetzt die Hochzeitsgesellschaft. Da musste ich dann halt irgendwie durchkommen. Deswegen haben wir uns da so ein bisschen durchgeschlängelt. Auf dem Boden liegt überall Konfetti rum. Das Weiße, das ist kein Müll. Das sind so, ja, so ein Hochzeitskonfetti. Und wir ergreifen erstmal die Flucht, wollen da nicht weiter stören und wenden uns in Richtung Hafen. Denn wir wollen ja noch unseren Passierschein A38 beantragen bei der Hafenkommandantur. Nein, kleiner Scherz am Rande, natürlich nicht. Auf dem Weg zum Hafen ist mir aber was ins Auge gefallen, wo ich dachte, hey, das müssen wir uns genauer anschauen. Denn eigentlich sah mein Plan ganz anders aus. Ich wollte die Sehenswürdigkeiten abklappern, die auf den Wegweisern standen. Das hat dann nicht so funktioniert, weil ich stattdessen über eine riesengroße Brücke, auch irgendwie so eine Schnellstraße spaziert bin, um zu schauen, was ist denn nun am Hafen da, was da am Hafen abgeht. Ihr seht es jetzt auch gleich schon das erste Mal rangezoomt, denn schaut mal da. Da fährt doch ein Fahrgeschäft. Und da musste ich natürlich, jetzt wo ja in Deutschland eine tödliche Gefährdung herrscht, wenn dann irgendwo ein Volksfest stattfindet, da musste ich natürlich rausfinden, was es damit so auf sich hat. Das war auch gar nicht so einfach. Die Stettin von euch jetzt besser kennen, die lachen jetzt wahrscheinlich, wie ich da rumgurke und gucke, wie man da hinkommt. Denn die Stadt ist im Vergleich zu Berlin relativ stark, was heißt relativ stark befahren, ist das falsche Wort, ist infrastrukturtechnisch, straßenmäßig sehr, sehr gut ausgebaut für Autofahrer. Also man kann da mit dem Auto sehr, sehr gut überall langfahren. Ist jetzt nicht so, dass da offensichtlich der rot-rot-grüne Senat irgendwie reinpfuscht oder sowas. Das sind überall so Hochstraßen, so Schnellstraßen. Und man weiß manchmal nicht so recht, kann man da denn überhaupt langlaufen? Kann ich da als Fußgänger rübergehen? Ich habe dann später mitbekommen, ja, ein paar hundert Meter rechts von dem Ort aus, da ist eine andere Brücke, da ist das ein bisschen eindeutiger. Hier hätte man auch parken können, wohl auch alles kostenlos. Hätte mir eine halbe Stunde Fußweg erspart. Aber ich will ja auch ein paar Sachen zu Fuß erkunden in einer neuen Stadt. Da sind Fahrradwege, da geht es dann hoch auf diese Hochstraßen, da kann man auch hochlaufen. Aber anhand meines etwas unstrukturierten Herumeierns, wie ihr seht, könnt ihr wahrscheinlich nachempfinden, dass ich nicht so richtig wusste, wohin. Denn da habe ich dann mitbekommen, okay, der nächste Wegweiser, aber irgendwie komme ich da nicht übers Wasser rüber. Deswegen drehen wir uns wieder um. Da hinten geht es irgendwie nur so begrenzt weiter. Und da ist alles voller Hochstraßen. Da seht ihr gleich das nächste Fahrgeschäft. Das habe ich früher total geliebt bei uns in der Pampa.
Da musste ich auch einfach erstmal raufhalten, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht genau wusste, ist das Volksfest in Betrieb oder testen die Fahrgeschäfte nur? Denn das kann ja auch sein, dass das einfach aus irgendwelchen Überprüfungszwecken oder so mal leer fahren gelassen wird. Denn teilweise sah das so aus, als säße da keiner drauf, dann wirkte das aber wieder so, als wäre das Ding voll besetzt. Ja, was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich. Kleiner Spoiler am Rande, es fährt voll besetzt. Oder was heißt voll besetzt? Kommt natürlich immer auf die Tour an. So, wir schleichen uns da so durch, finden dann auch gleich eine Treppe, wo wir hochklettern können. Und auch hier, wie man sieht, da kann man überall parken. Die Aussicht von der Brücke oben, die war auch sehr schön. Da war es zwar relativ laut, denn logisch Schnellstraße, aber man hat einen schönen Blick über die Oder. Da konnte man anscheinend auch mit dem Fahrrad hoch. Da sind zumindest so Rillen zum Hochschieben. Die Sonne steht jetzt schon relativ tief am Himmel, denn es wird ja mittlerweile schon so früh dunkel, das ist echt schade. Da seht ihr wieder den kleinen Palast. Auch auf der anderen Seite ist noch was sehr Spannendes, das haben wir dann leider zeitlich auch nicht mehr geschafft. Das habe ich aber aus der Ferne noch einige Male mitgefilmt. Und da könnt ihr ein bisschen über die Oder blicken und in Richtung Festplatz. Das sieht weiter weg aus, als es ist. Man kommt da eigentlich relativ schnell hin. Wir haben jetzt schon einiges an Strecke zurückgelegt und mir ist gerade was sehr Interessantes aufgefallen. Denn da zu meiner Linken ist so eine Art Rummelplatz aufgebaut. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Geräte testen oder ob da tatsächlich schon Leute drauf sitzen. Aber das finden wir jetzt heraus, denn das wäre ja eine ganz, ganz spannende Entdeckung zum Thema Veranstaltungen. Denn wenn hier ein Volksfest stattfindet, dann stellt sich mir tatsächlich die Frage, warum geht das in Deutschland nicht? Haben wir ein anderes Virus? Oder hat Polen ein anderes Virus? Kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Aber es ist relativ schwierig von hier irgendwas zu erkennen. Deshalb habe ich mich kurz abgewendet von den ganzen Touristenattraktionen. Einiges habt ihr ja schon gesehen. Da geht es nachher dann weiter. Und wir gehen jetzt mal recherchieren und schauen, was es mit diesem Volksfest da drüben oder mit diesem Festplatz da drüben so auf sich hat. Teilweise sieht es aus, als würden da Leute drin sitzen in den Geräten, teilweise wieder nicht. Kann auch sein, dass es erst am Wochenende losgeht. Naja, vielleicht sehen wir irgendwelche Schilder oder jemand redet mit uns oder so. Mal gucken. Hier nochmal der Rundumblick über die Oder, über das Hafenbecken, zumindest über den kleinen Teil des Hafenbeckens. Denn auf der anderen Seite lagen auch noch riesengroße Schiffe im Hafen. Die habe ich leider auch nur aus der Ferne gesehen. Da wäre ich auch gern nochmal rangegangen. Da hatte ich aber dann ein bisschen zu viel Hunger. Ich musste ja noch Essen organisieren. Aber lasst einfach mal den Blick auf euch wirken. Das ist schon wirklich schön. Ich bin immer wieder begeistert vom Zoom dieser Kamera. Da hinten sind die Kräne, wo die Schiffe beladen werden. Ja, eine Baustelle gibt es natürlich auch. Das kennt man ja aus Berlin auch ganz wunderbar. Hier war ich mir nicht sicher, ist das jetzt nur ein Radweg? Darf man da auch rumlaufen? Aber da kam ja dann noch jemand anderes entgegen. Also scheint das schon klar zu gehen. Da kam mir auch kein einziger Fahrradfahrer irgendwie entgegen. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Hier nochmal die Sonne über der Oder. Da hinten das Riesenrad, was sich jetzt auch in Bewegung setzt. Und da ist dann auch die Treppe nach unten. Hier sind keine Fahrradspuren drauf, also scheinbar scheint der Fahrradweg noch ein bisschen weiter zu gehen. Das ist jetzt eher der Fußgängerausstieg des Ganzen. Da stehen irgendwelche Wohnwagen. Da ist ein riesengroßes Schiff, das meinte ich. Die fahren dann anscheinend raus auf die Ostsee von Stettin aus. Da stehen irgendwelche Wohnwagen rum. Keine Ahnung, ob die zu dem Volksfest gehören oder ob die da immer stehen. Da ist auch wieder eine Art Parkplatz. Sieht so ein bisschen wild geparkt aus, juckt aber auch niemanden so richtig. Also ihr seht, man kann anscheinend überall ganz unbehelligt parken. Was man in Berlin vielleicht nicht tun sollte. Tut mir leid, dass es gerade so wackelt. Ich weiß nicht, warum. Normalerweise stabilisiert das besser. Aber es müsste auch gleich wieder ein bisschen entspannter werden vom Bild. Ich habe dann ganz, ganz viele Impressionen noch vom Rummelplatz. Da seht ihr es, da sind definitiv Leute drauf. Das ist voll, das Ding da. Das Riesenrad sieht eher leer aus. Und deswegen war das für mich so schwer, da rauszufinden, ja, ist das jetzt eröffnet? Oder sind das vielleicht nur die Betreiber, die da so ein bisschen auf ihren Geräten fahren oder sowas? Kann ja auch alles sein. Da kommen einige Leute entgegen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Wohnhäuser sind. Das sieht eher so ein bisschen nach Industriegebiet aus alles. Ich habe aber dann auf dem Rückweg auch noch die Dorfjugend gesehen. Die saßen ein paar hundert Meter weiter am Hafen. Die gehen dann wahrscheinlich alle erst später in Richtung Rummelplatz. So, ihr seht, kein Eintritt, kein gar nichts. Nicht irgendwie, wo man da seine Personalien angeben muss, wie das ja in Deutschland teilweise ist. Da darf man auf Volksfeste ja nur mit Maulkorb und nur mit Adressanmeldung. Da seht ihr wieder die andere Seite der Oder. Da sind Lastenkräne.
Und ja, logisch, es ist nicht ganz so viel los. Das ist aber wohl der Uhrzeit geschuldet, denn ich habe dann im Nachgang noch ein bisschen rumgegoogelt, was es mit diesem Holiday Park auf sich hat. Denn der ist wohl freitags zu der Zeit generell nicht ganz so stark besucht. Da habe ich im Restaurant dann schon so ein bisschen recherchiert. Links ein Autoscooter. Die verkaufen da wohl so Tokens für die Fahrgeschäfte. Also ihr zahlt da wohl nicht direkt pro Fahrgeschäft irgendwie, ihr kauft wohl so eine Art Wertmarke. Und damit könnt ihr dann alle Fahrgeschäfte nutzen und jedes Fahrgeschäft, zumindest laut Google-Rezension, jedes Fahrgeschäft hat eine andere Wertmarkenanzahl. Klar, das spielt jetzt natürlich schneller, aber als es in echt gefahren ist, ist es nicht so gerast. Aber das sind so die Fahrgeschäfte, jetzt das zu meiner rechten, auf der linken Seite auch, das sind die, die mag ich echt gerne, wäre ich super gerne mitgefahren. Aber auch hier wieder in der Mangelung von Bargeld war das ein bisschen blöd. Wäre natürlich auch eine coole Videosequenz gewesen, vom Fahrgeschäft aus ein bisschen filmen. Haben auch nicht alle Buden offen. Mag auch sein, dass es generell eher am Wochenende frequentiert ist. Das kann man bei Google, wie gesagt, nachrecherchieren, wann da, wie groß der Besucherandrang ist. Aber es geht eher darum, dass es offen hat. Ob da jetzt viele oder wenige Leute sind, ob die erst später kommen, ob die vielleicht alle schon am Nachmittag da waren, völlig egal. Mir geht es darum, dass das Volksfest oder der Park, der Rummelplatz geöffnet ist, ohne dass da irgendwelche Zombie-Auflagen wären, ohne dass da jemand mit Maulkorb rumspaziert. Und es scheint auch noch keiner ausgestorben zu sein. Da kann man dann an der Hafenpromenade entlang flanieren. Das habe ich dann auch noch eine Runde getan. Wieder in Richtung Altstadt zurück. Immer mit dem Panorama-Rummelplatz. Das Kettenkarussell, das fährt nachher auch noch hoch. Da gibt es auch gleich noch eine Videosequenz. Es gibt auch eine Geisterbahn, da hätte ich auch Lust gehabt mitzufahren. Beim nächsten Mal wird also vorher gemerkt, ich muss unbedingt Bargeld mitnehmen. Dann gab es noch eine Hüpfburg für Kinder. Die Kinder sind da auch rumgesprungen, ohne dass jemand Panik geschoben hätte. Aber sicher, einige Fahrgeschäfte, die fahren dann natürlich gerade halb leer rum. Allerdings dürfen sie zumindest öffnen, was ja in Deutschland nach wie vor nicht geht. Und da seht ihr das Kettenkarussell in Aktion. Da hat man bestimmt auch eine geile Aussicht über Stettin. Und dieses Ding, ich weiß nicht, wie das heißt, das macht wahrscheinlich auch Spaß. Also wir hatten sowas früher bei uns in der Pampa mal. Und wir hatten zweimal im Jahr Rummel, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst und einmal im Jahr war dieses Ding mit dabei. Dann ist da noch so ein Pendel. Also die haben da schon sehr, sehr coole Attraktionen, sehr, sehr coole Fahrgeschäfte. Ich habe auch in den Google-Rezensionen dann im Nachgang gelesen, dass wohl viele Schausteller aus Deutschland da ausstellen sollen. Das wäre natürlich auch spannend, da bin ich jetzt gestern nicht auf die Idee gekommen, da mal nachzufragen. Aber das wäre vielleicht sogar eine Alternative für die deutschen Schausteller, die gerade in Deutschland nicht arbeiten dürfen. Vielleicht können die einfach in Polen auf den Jahrmarkt gehen, vielleicht können sie da einfach ein bisschen Umsatz generieren. Denn statt hier Zombie-Paranoia zu spielen und zu Kreuz zu kriechen und sich bei der Regierung einzuschleimen, sollten sie doch lieber, wenn sie irgendwie die Möglichkeit haben, schauen, dass sie irgendwo Umsatz generieren. Und wenn das in Polen geht, ja liebe Schausteller, dann fahrt doch nach Polen und macht dort ein bisschen, macht dort euer Programm. Ist doch besser, als hier monatelang nicht arbeiten zu dürfen. Allerdings kenne ich die Richtlinien des Ganzen auch nicht, ob das einfach so möglich ist oder nicht. Da müsste man jemand mitteilen, der da ein bisschen mehr Ahnung von hat. Ihr seht und hört es hinter mir, das Volksfest hat geöffnet. Das ist jetzt kein Wochenrummelmarkt oder sowas. Das scheint hier ein ganzes halbes Jahr vorhanden zu sein. Das nennt sich Holiday Park. Anscheinend immer die Sommersaison übrig, so rum. Und hier steppt jetzt gerade noch nicht unbedingt der Bär, aber es ist auch ein bisschen zu früh für Rummelplatz und Teenager, die kommen wahrscheinlich alle erst später. Aber es hat alles ganz normal geöffnet, keine Maulkörbe, keine Paranoia, die Fahrgeschäfte fahren. Kinder sind unterwegs, Familien sind unterwegs, hier ist alles so, wie es normalerweise in Deutschland auch sein sollte. Und wenn ich das jetzt in Kontrast setze zum Thema Demonstration der Veranstaltungsbranche vor einigen Tagen, dann müssten sich doch spätestens jetzt unsere Schausteller in Deutschland ganz massiv veralbert vorkommen. Denn offensichtlich ist hier noch keiner tot umgefallen. Aber was soll man dazu sagen? Wir setzen unsere Sightseeing-Tour jetzt erstmal fort. Vielleicht finde ich nachher ja trotzdem doch noch irgendwo Knödel oder so. Ich habe mich gerade voll geärgert, dass ich kein Bargeld dabei habe, denn ich wäre jetzt super gern mal mitgefahren.
sind einige Fahrgeschäfte da, die ich sehr gerne mag, aber ohne Bargeld ist halt ein bisschen scheiße. Und ist ja auch schon 17 Uhr, das heißt, ganz so lange habe ich auch nicht mehr Zeit. Aber wir sehen zumindest, es geht auch ohne Panikdrosten. Mag sein, dass es hier funktioniert, weil es eben gerade keinen Drosten gibt. Ich kann es euch noch nicht genau sagen. Aber ich hoffe, die Bilder haben euch ein bisschen Freude bereitet. Lasst es einfach mal auf euch wirken, wie es denn funktioniert, wenn man nicht die ganze Zeit nur Paranoia schiebt. Jetzt fährt auch das Riesenrad. Da stand die ganze Zeit relativ lange still, ist auch nicht ganz so voll besetzt, das Riesenrad. Die fahren wahrscheinlich auch erst dann los, wenn da eine gewisse, zumindest eine kleine Menge an Menschen drin ist. Auch da wieder einige Schiffe. Ihr wisst ja, ich bin sowieso ein Schiff-Fan, das kennt man ja schon. Deswegen mag ich Häfen immer ganz gern. Zum richtig großen Hafen sind wir dann nicht mehr gegangen. Ich wollte ja dann noch was zu essen suchen, habe ich auch gerade gesagt. Aber auch da die Lastenkräne, auch das sieht echt schön aus. Ja, die Promenade, die zieht sich relativ lang. Was mir auch aufgefallen ist, auf dem Rummelplatz standen kostenlose Dixi-Klos. Ja, das ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber das Einzige, was irgendwie in Richtung Zombie-Seuche zu sehen war, war tatsächlich Handdesinfektionsmittel neben den Dixi-Klos. Wobei ich jetzt denke, das liegt eher daran, dass da halt Dixi-Klos standen. Das hat jetzt vielleicht nicht ganz so viel mit der Zombie-Seuche zu schaffen. Da waren dann auch schon mehr Leute unterwegs. Wenn man jetzt in Richtung wieder vor zur Altstadt kommt, dann seht ihr auch gleich, da sitzen die ganzen Jugendlichen rum. Die gehen dann vielleicht erst in der Dämmerung auf den Rummelplatz, denn der hat bis 0 Uhr geöffnet, wie ich jetzt mittlerweile weiß. Da ist ein Graffiti, das fand ich ganz nett. Irgendwie so ein Schiffsrennen. Ich weiß nicht, ob in Stettin Schiffsrennen stattfinden. Da habe ich jetzt noch nicht nachgegoogelt. Aber ich fand das Bild sehr schön. Auch da stehen wieder Dixi-Klos. Auch die sind offen. Da hätte man theoretisch raufgehen können. Die gehören allerdings zur Baustelle. Aber ihr kennt das wahrscheinlich aus Deutschland. Zumindest hier in Berlin. Da ist es meistens so, dass die Dixi-Klos immer abgeschlossen sind. Es wird einen Grund haben, dass man hier die Dixi-Klos abschließen muss. Wahrscheinlich, weil sie sonst ja nicht unbedingt sorgsam behandelt werden. Aber in Polen scheint man da auch etwas lockerer heranzugehen. Auch dort ist ein relativ großes Schiff. Das hat noch so ein Sowjetzeichen an der Seite. Das war wohl früher mal irgendwie ein Sowjetschiff. Jetzt ist es irgendwie ein Restaurant und ein Hotel. Da habe ich auch kurz überlegt, gehe ich jetzt auf Schiff essen? Da hätte ich auch Lust drauf gehabt. Aber ich wollte ja eigentlich ganz gern Knödel essen, habe da allerdings verpeilt, dass ich ja nicht in Böhmen, sondern in Pommern bin. Da gab es halt etwas anderes Essen, aber ich habe dann trotzdem noch was Leckeres gefunden, da seht ihr gleich. Zuerst gehen wir aber noch etwas spazieren. Auch links wieder ein großer Parkplatz, auch da hätte man kostenlos parken können, wie es aussieht. Es gibt ganz, ganz wenige Stellen, da sind irgendwie Parkautomaten, da muss man irgendwie Geld bezahlen. Oder zumindest eine Parkuhr haben. Und ich wusste vorher echt nicht, dass die Oder so groß ist. Denn es ist ein richtig breiter Fluss, weitaus breiter als die Spree. Auch da wieder ein kleines Restaurantschiff oder sowas. Das war auch hier nicht ganz so hoch frequentiert. In der Altstadt sah das dann noch ein bisschen anders aus. Da waren die Restaurants ziemlich voll. Da hat auch keiner Paranoia geschoben. Bei den Bedienungen war das teilweise so, dass sie mit Maulkorb rumgelaufen sind, auch in meinem Restaurant, teilweise nicht. Auch hier sehr, sehr kurios. Ich bin mir nicht sicher, wie da nun die Rechtslage ist, ob da nun Bußgelder verhangen werden, wenn man sein Schnüffeltuch nicht dabei hat. Aber auch die Mitarbeiter in den Restaurants, die hatten ihre Schnüffeltücher meistens einfach nur so auf halb acht hängen. Also von wegen so unterm Kinn baumeln und wenn dann halt irgendwie jemand kommt, so kontrollenmäßig, dann ziehen sie es wahrscheinlich schnell hoch oder sowas. Die haben allerdings auch keine selbstgestrickten, die haben dieses komische FFP-Zeug, was eigentlich eher für die Baustelle vorgesehen war, oder? Leider ist die Sonne schon noch nicht fast weg, aber es geht stark auf Sonnenuntergang zu, um 17 Uhr am Abend. Das stört natürlich schon, wenn man bis 10 oder 11 Licht hat, dann kann man noch viel, viel mehr machen. So hat man einen gewissen Zeitdruck. Ist aber eine schöne Promenade am Hafen. Mich hat gewundert, dass da so wenige Touri-Schiffe lagen. Denn ihr kennt das vielleicht aus Warnemünde. Da ist ein Fischkutter am nächsten. Da kann man überall Fischbrötchen kaufen. Da gibt es überall irgendwie Essen zu kaufen. Das war hier jetzt nicht ganz so stark vorhanden. Dafür stehen da Strandkörbe. Da seht ihr es, da sitzen die Jugendlichen. Das geht jetzt vor bis zur Brücke fast. Ist jetzt auch nicht so, dass die ganze Stadt irgendwie ausgestorben wäre, dass da alle im Klopapierbunker sitzen, das definitiv nicht. Auch oben auf dieser Nicht-Promenade, wo diese ganz große Kreuzung war, ich weiß nicht, ob das deren Stadtring ist, irgendwie sowas, da war ja auch alles voll. Da seht ihr die andere Sicht auf die Kathedrale mit dem Häuschen im Vordergrund. Ich finde das richtig schön. Die Baustelle auf der rechten Seite, die macht das jetzt gerade ein bisschen kaputt, ich weiß. Aber diese Sichtachse, die ist toll, wenn man sich den Plattenbau wegdenkt. Die Häuschen fand ich auch schön.
Da sind auch so Restaurants drin, allerdings sind das keine polnischen. Ich wollte ja was Polnisches essen, deswegen bin ich da vorbeigegangen. Das war irgendwie alles Mögliche, aber so richtig polnisches Essen hat man auch eine ganze Weile gesucht teilweise. Es gibt asiatisches, es gibt indisches Essen, es gibt arabisches Essen. Ja, nicht ganz so viel wie in Berlin. Es gibt sogar einen Döner, der heißt, das seht ihr nachher auf der Rückfahrt dann noch, Kebab Berlin oder sowas. Das fand ich auch ganz lustig. Aber hier, die waren auch gut besucht, die Lokale. Nicht alle. Mag sein, dass es dann mit der Qualität der unterschiedlichen Lokale zusammenhängt. Keine Ahnung. Aber einige Lokale waren richtig voll. Das sind dann überall so kleine Gassen. Jetzt wackelt das wieder ein bisschen. Jetzt bin ich relativ schnell gelaufen. Naja, ich habe es einfach schnell abgespielt, damit das Video nicht allzu lang wird. Und war dann schon auf der Suche nach was zu essen, wo ich essen will. Und parallel wollte ich zum Königstor. Das seht ihr auch gleich. Das ist allerdings, naja, enttäuschend würde ich es nicht nennen. Ich habe aber was anderes erwartet. Drücken wir das so aus. Da sind wir auch gleich. Da steht die nächste Kirche auf der linken Seite, auch dort wieder ein Parkplatz. Das ist einer der wenigen Parkplätze, wo man, glaube ich, mehr Geld bezahlen muss oder wo es irgendwelche Einschränkungen gibt. Alles andere, auch so auf der freien Straße, das ist doch sehr, 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 sehr frei zu beparken. Wir laufen jetzt einen Hügel wieder hoch, kommen dann wieder an der großen Kathedrale von vorhin vorbei. Auf der rechten Seite ist dieses Schloss oder ich weiß nicht, ob man das korrekterweise Schloss nennt. Das Weiße mit den Innenhöfen, was wir uns vorhin angeschaut haben. Und auf der Rückseite, oder wenn wir dran vorbeilaufen, dann geht es in Richtung Königstor. Da habe ich dann auch ein polnisches Restaurant gefunden. Habe euch natürlich auch gezeigt, was ich da zu futtern bestellt habe. Hat sehr, sehr gut geschmeckt. Aber es waren keine Knödel. Bald ist allerdings wieder Event in Tschechien. Da gibt es dann auch wieder Knödel. Das finde ich toll. Denn ich mag diese Knödel echt gerne. Auch hier wieder irgendwie Wohngebiet. Da drüben ist ein Kindergarten oder eine Schule. Ich bin dann noch an einer Schule vorbeigelaufen. Da stand auf Englisch, glaube ich, dran. So von wegen Willkommen zurück nach einer langen Ferienpause, weil die ja auch Sommerferien hatten. Ob die Kinder da mit Maulkorb aufmarschieren müssen oder nicht, das war jetzt nicht zu entnehmen, weil um die Uhrzeit war da einfach keine Schule mehr. Aber als ich angekommen bin in Gryfino, als ich zum Wald gefahren bin, da habe ich zumindest einige Schüler auf dem Heimweg gesehen mit Schulrucksäcken an den Bushaltestellen. Und da war das so, dass eine kleine Minderheit der Schüler, die hatten Maulkörbe dabei, wahrscheinlich auch für den Bus oder so, die große Mehrheit der Schüler war ohne Maulkorb unterwegs. Scheint also auch da sehr durchwachsen zu sein. Jetzt laufen wir auf das Königstor zu, auch hier wieder riesengroße Straßen. Wegweiser ohne Ende. Da ist noch ein Springbrunnen, den hätte ich mir auch gerne noch angeschaut. Aber ihr seht, da geht es in Richtung Rathaus, sogar über 20 Minuten Fußweg. Also da läuft man anscheinend eine ganze Weile. Und das lag dann leider nicht mehr unbedingt auf der Strecke. Stellt euch mal vor, wie die Grünen abkotzen würden bei solchen Straßen in Berlin. Da ist das Königstor. Wie gesagt, ich habe mir da doch was Größeres irgendwie vorgestellt. Da ist auch ein Restaurant drin. Das ist jetzt eher so, naja, also wirklich als Touri-Attraktion, ich weiß nicht. Da ist wieder eine Kirche oder sowas in der Art. Daran mangelt es in Polen definitiv nicht. Da hat jemand seinen Anker zu Wasser oder zu Land gelassen. Und teilweise stand man wirklich eine ganze Minute lang an der Ampel. Da hat man dann gesehen, wie es runterzählt von 60 Sekunden, bis man dann mal laufen durfte. Auch als Autofahrer stand man lange an den Ampeln. Das ist teilweise wirklich schleppend, da durchzukommen. Da war noch eine ganz interessante Statue. Irgendein Gedenkort ist das anscheinend. Da stehen diverse Namen. Was es damit jetzt auf sich hat, habe ich leider auch nicht gegoogelt. Also wenn ihr gerade im Chat Bescheid wisst, was das ist, dann gerne mal reinhauen. Ich schaue ja mit, die Premiere. Ich habe einfach raufgehalten, weil es interessant aussah. Dort ist ein riesen Hand aufgemalt, aufgesprüht oder sowas. Zeige ich euch auch noch gleich in den polnischen Nationalfarben. Wäre wahrscheinlich in Deutschland alles schon Nazi. In Polen ist das ganz normal. Die haben da doch ein etwas anderes Selbstverständnis als wir hier, glücklicherweise. Kann sich ja nicht jeder selber hassen. Da ist ein riesenfreier Platz. Da war jetzt auch nicht so viel los. Und da laufen wir direkt auf das Königstor zu. Und auf der anderen Straßenseite, da hinten, ist dann auch das polnische Restaurant, wo ich mir was zum Abendessen organisiert habe. Da ist auch ein Restaurant drin, wie ihr seht. Da gibt es noch so eine kleine Hinweistafel. Könnt ihr auf Pause drücken und lesen, wenn euch das interessiert. Sieht auch schön aus, das Tor. Aber ihr seht es auch gleich. Da ist eigentlich kaum so wirklich die Möglichkeit, um sich da vorzustellen, um mal ein Foto zu machen. Da ist ein riesen Fahrradweg, da ist so ein kleiner grüner Streifen und das war es dann auch. Deswegen gibt es auch nur im Schnelldurchlauf jetzt dieses Tor. Und dann geht es weiter in Richtung Restaurant.
Die Idee ist mir gekommen, als ich an der Ampel warten musste. Da habe ich gesehen, oh, polnisches Restaurant, ich habe Hunger. Ja, das passt doch, kehren wir doch einfach da ein. Denn ich kann mich immer nicht entscheiden, was ich essen will. So, jetzt sind wir schon drin. Ihr seht meine Limonade. Schmeckt mega gut, wie auch in Rumänien. Und mein Hauptgericht kam auch gleich. Ich habe das ganz oben, das Gänsebrustfilet mit Aprikosenmus gehabt. Und ich kann auch nur sagen, es hat gut geschmeckt. Da seht ihr es. Sieht wenig aus, war aber relativ viel. Ihr habt es gesehen, ich habe noch was zu futtern gefunden. Aber jetzt heißt es leider auch schon wieder zurück in Richtung Klein-Paranoidistan. Denn wir haben es ganz glatt 19 Uhr. Ich habe ja noch 2-2,5 Stunden Fahrzeit, je nachdem wie ich durchkomme. Und ich will euch das Video dann auch zeitnah fertig machen. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen zusammenreißen, dass es jetzt nicht noch 3 Stunden dauert, bis ich zu Hause ankomme. Denn ich habe gerade schon im Restaurant angefangen, die Sequenzen zumindest zusammenzubasteln, während ich auf mein Essen gewartet habe. Und das Reisevideo, gut, wenn ihr die Sequenz jetzt gerade seht, dann wisst ihr das ja schon. Aber das Reisevideo geht wieder über 1,5 Stunden. Ich hoffe, es interessiert euch bis hierhin schon mal, denn wir haben ja heute relativ spannende Entdeckungen gemacht. Und ich habe es mal wieder ziemlich verkackt, denn hier ist alles voller Parkplätze. Ich hätte auch bis runter zum Hafen fahren können, völlig ohne Probleme. Man kann hier fast überall kostenlos parken. Ich natürlich mit meinem, ja, mit den Berliner Parkplatzverhältnissen im Hinterkopf habe gedacht, das ist alles scheiß teuer, habe mich an den Arsch der Welt gestellt und bin deswegen jetzt schon seit fast 2 Kilometer am Richtung Auto laufen. Klar, 2 Kilometer ist auch nicht die Welt, aber wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich doch direkt ins Zentrum gefahren. Naja, wie ich euch vorhin erzählt habe, hier ist es ganz normal, dass man zur Hälfte auf dem Bürgersteig steht. Ich stehe ganz ähnlich da, scheint hier auch keinen so richtig zu interessieren. Und das ist auch total angenehm, finde ich. Hier ist es wirklich die Ausnahme, dass man mal an einem Parkplatz was bezahlen muss. Und dann auch eher so von 9 bis 17 Uhr, aber nie bis spät abends noch. In Berlin zahlt man ja teilweise bis 10, sich dumm und dämlich. Ja, das ist eben mal wieder Little Paranoidistan versus dem Rest der Welt. Aber wir sehen uns jetzt gleich von zu Hause wieder. Ich werde jetzt nicht noch mehr Sequenzen von unterwegs aufnehmen. Ihr habt mich heute lange genug Autofahren gesehen und das Licht verschwindet ja auch langsam. Deswegen, ja, eine kleine Bonussequenz gibt es nachher noch. Denn zumindest ein bisschen, also ein wenig von unserer großen Tour wollen wir mitnehmen und nachher noch etwas zu Wasser lassen. Aber gut, das wisst ihr ja sowieso. Jetzt viel Spaß mit den letzten paar Minuten des Videos und ja, hier gibt es Möwen oder so. Ihr habt ja auch gesehen, hier ist ein riesengroßer Hafen. Ich war leider nicht in dem Hafen, wo die großen Lastschiffe sind, sondern nur an der Promenade. Aber das lohnt sich definitiv auch nochmal da ein bisschen mehr Zeit mitzubringen. Aber Stettin ist ja auch nicht aus der Welt. Das kann man durchaus nochmal machen. Kleiner Einschub, ihr seht, mein Auto war noch da. Es geht jetzt direkt los und ich filme euch doch noch ein bisschen was mit. Zumindest die Ausfahrt noch aus Prag, bis rauf auf die Autobahn. Ach, aus Prag, Schwachsinn, aus Stettin. Denn ich finde das immer ganz spannend, so die Verkehrssysteme der unterschiedlichen Städte zu vergleichen. Ich versuche das dann auch möglichst so auf maximal 2-3 Minuten Fahrsequenz zu begrenzen, je nachdem, wie lange es dauert, bis ich aus der Stadt raus bin. Aber da ihr die Autofahrsequenzen immer ganz gerne mögt und ich es halt auch schön finde, so als direkter Vergleich, heute Morgen Berlin, jetzt Stettin, dann nehmen wir das doch einfach mit, wenn wir einmal hier sind. Die Stadt kennt ihr ja nun noch gar nicht, also zumindest nicht aus meinen Reisevideos. Prag habt ihr ja schon 20.000 Mal aus der Autoperspektive gesehen. Deswegen viel Spaß auf dem Schnelldurchlauf auf der Heimfahrt und wir sehen uns dann, wenn ich die Ente zu Wasser lasse wieder. Jetzt habe ich eh gespoilert, aber gut, das war ja sowieso bekannt. Zum Abschluss rasen wir noch raus aus Stettin, denn ich finde das, wie gesagt, immer ganz schön, so die unterschiedlichen Verkehrssysteme zu vergleichen. Und nicht Verkehrssysteme ist das falsche Wort, die unterschiedlichen, die Straßenführung der Städte. Denn es ist was völlig anderes als in Prag, es ist was völlig anderes als in Berlin oder generell in Deutschland. Auch die Verkehrszeichen sind immer ganz spannend. Sicher, man versteht schon, was es bedeutet. Und jetzt seht ihr auch gleich diese elendlangen Ampelphasen. Ich habe die Kamera mitlaufen lassen bis nach Little Paranoidistan. Wir sind noch über die Grenze gerast. Und das war dann auch noch ganz spannend, das erzähle ich euch aber nachher. Jetzt kämpfen wir uns erstmal durch den Stadtverkehr. Mussten da erstmal drehen, denn wir fahren gerade in die falsche Richtung. Wir fahren gerade in Richtung Norden, wir müssen aber Richtung Süden. Auch hier riesengroße Kreuzung, da muss man teilweise wirklich aufpassen. Ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie für jeden Abbieger eine eigene Ampel hat. Da muss man einfach ein kleines bisschen gucken, wenn man da lang fährt. Da werden wahrscheinlich einige aus Deutschland schon extrem überfordert mit so einer Straßenführung, wenn ich mir anschaue, wie in Berlin gefahren wird. Denn da beruht wirklich viel auf einfach gucken, ist frei oder ist nicht frei. Klar, da steht eine große Ampel, aber gerade wenn man der Abbieger ist, da hat man da keinen grünen Abbiegerpfeil oder so. Das ist ja bei uns immer so, da leuchtet dann halt der grüne Pfeil, da darf man dann fahren, da kommt dann definitiv kein Gegenverkehr mehr. Das habe ich da jetzt nicht so oft gesehen. Dafür aber riesengroße Straßen, eine riesengroße Ein- und Ausfahrtstraße aus Stettin, viele rote Ampeln.
An der war jetzt keine Zeitanzeige dran. Ihr seht nachher aber auch noch die, die wirklich runterzählen. Auch hier hatte ich leider eine rote Welle, wie ihr seht. Ich spiele das Ganze, glaube ich, auf, oh Gott, vierfacher Geschwindigkeit ab. Da seht ihr, rechts neben den Ampelsignallampen läuft, habt ihr jetzt nur am Rande wahrnehmen können, aber da läuft dann die Zeit runter, die mitteilt, wie lange ihr noch grün habt. Das ist praktisch. Da ist so eine Art Gewerbegebiet, da sind riesengroße Shopping-Malls. Da ist vermutlich schon irgendwo Maulkorbpflicht. Da wurde mir zumindest im Vorfeld von einigen von euch in die Kommentare geschrieben, dass es wohl in Polen ganz ähnlich ist wie in Deutschland. Theoretisch muss man beim Einkaufen und so weiter und so fort in geschlossenen Räumen Maulkörbe tragen. Aber besonders im ländlichen Raum interessiert das wohl keinen so richtig. Da wir aber jetzt in einer Großstadt sind, in der siebtgrößten Stadt Polens, da achten sie da wahrscheinlich schon ein bisschen zumindest drauf. Deswegen habe ich das jetzt nicht drauf angelegt, das auszuprobieren. Mir hat es gereicht, dass ich da unbehelligt tanken konnte. Das hat alles funktioniert, dass ich unbehelligt essen konnte, ohne irgendwo meine gesamte Wohnanschrift und so weiter und so fort zurückzulassen. Denn das ist ja auch immer datenschutzrechtlich ziemlich, ziemlich schräg, was wir da in Deutschland machen. Auch da sind die Polen weitaus entspannter, was das alles angeht. Und das ist sehr, sehr angenehm. Da links war eine Metro. Ich weiß nicht, ob es sich heute noch lohnt, rüber nach Polen zu fahren, um dort einzukaufen. Früher war das ja mal so. Es soll ja auch in Stettin einen Polenmarkt geben. Da ich nun aber nicht zum Shoppen da war, hat mich das alles nicht ganz so sehr interessiert. Mittlerweile haben die wohl auch die Preise relativ stark angeglichen, den Deutschen. Wobei, im Restaurant war es sehr, sehr günstig. Ich habe ziemlich glatt 50 Zloty bezahlt. Das sind, glaube ich, um die 10 Euro. Also ist nicht ganz so viel. Für mein Essen und für meine Limonade. Und das Tolle ist, die Limonade, die ist auch wirklich frisch gepresst. Das ist mir in Rumänien ja auch aufgefallen. Ich habe ja in fast jedem Restaurant Zitronenlimonade getrunken. Und da waren dann eben auch noch Zitronenstücke drin. Wobei das jetzt gerade in dem Restaurant, glaube ich, keine Zitronenlimonade, sondern Orangenlimonade oder irgendwie so ein Mix war, irgendwelche Zitrusfrüchte. Das schmeckt natürlich völlig anders als irgend so ein überzuckertes Zeug, wo mal eine Zitrone dran vorbeigetragen wurde, was man in der Regel hierzulande vorgesetzt bekommt. Klar, hier gibt es auch Fruchtsäfte und sowas, aber dass es dann normal ist, wenn Limonade auf der Karte steht, dass man da eine frisch gepresste Limonade bekommt, das ist traurigerweise hier bei uns nicht so. Das scheint aber offenbar auch in Polen so zu sein. Das war in Rumänien in jedem Restaurant so, da gab es auf jeder Karte Lemonade aufgeführt und das war immer selbstgepresste Limonade und auch zu echt fairen Preisen. Wenn ich hier in Deutschland eine selbstgepresste Orangenlimonade kaufen will, da gibt es ja so abgefüllte Flaschen beim Edeka und sowas, da zahlt man für eine kleine Flasche ja schon 3 Euro. Für einen Liter zahlt man irgendwie 6 oder 7 Euro. Und das ist dann schon ziemlich hart. Klar, für eine Limonade direkt aus Früchten gepresst, braucht man auch viel mehr Material, viel mehr Früchte, als wenn man das Ganze nur irgendwie zusammenmixt mit irgendwelchen Geschmacksverstärkern. Das kostet natürlich ein bisschen mehr. Aber anscheinend scheint es ja durchaus zu funktionieren, das Ganze auch zu fairen Preisen anzubieten. Und das stört mich in Deutschland wirklich, dass man, naja, hier gibt es halt so die Standardgetränke, was hat man denn da, Fanta, Sprite und so, oder irgendwie Orangensaft, aber das ist ja alles Fertigzeug. Also kann man definitiv nicht vergleichen, schmeckt auch ganz anders. Logischerweise schmeckt das auch ganz anders. Jetzt fahren wir schon in Richtung Autobahn, da habe ich mich auch nochmal verfahren. Da habe ich vorhin ja schon erzählt, da war so eine Art Kreisverkehr, der eher angeordnet war wie eine 8. Da habe ich dann einfach die Abfahrt in Richtung Berlin verpasst. Da bin ich dann nochmal ein paar hundert Meter weitergefahren, habe dann gewendet, das seht ihr auch gleich. Denn damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Da war mir echt nicht klar, was ist denn das jetzt für ein Ding? Sicher, jetzt wo ich es kenne, würde mir das nicht nochmal passieren. Auch hier seht ihr wieder, die Straße ist so ein bisschen geflickt, aber an sich in einem Zustand ist ganz okay. Ist nicht ganz so schlimm, wie das teilweise in Deutschland der Fall ist. Dann kommt gleich noch ein blinkender Kreisverkehr. Ah nee, den seht ihr gar nicht mehr. Das war dann schon in Berlin wieder im Dunkeln. Da habe ich mich auch gewundert, da war tatsächlich ein Kreisverkehr, der hat geblinkt. Also so richtig mit Signalleuchten. Das ist dieses komische Achten-Ding. Ihr seht das, ich bin eine zu früh abgefahren. Ich hätte eigentlich noch ein zweiter gemusst, da wäre es dann nach Berlin gegangen. Das habe ich ein bisschen verpeilt. Deshalb suche ich jetzt einen Platz, wo man wenden kann. Ja, ich hätte auch da schon in den Straßen wenden können. Ich hatte allerdings viele Autos hinter mir. Und da wollte ich das dann nicht unbedingt machen. Hinter mir ist noch ein anderes Auto gefahren. Da dachte ich auch, Mann, muss das sein. Weil wegen der Tante, die hinter mir gefahren ist, wollte ich eigentlich nicht irgendwo jetzt spontan drehen, um die nicht zu behindern. Die ist aber tatsächlich bis zu dem Platz, wo ich gewendet habe, hinter mir hergefahren, weil die da irgendwie hin wollte, weil die da irgendwie gewohnt hat. Hätte ich also auch irgendwo anders drehen können. So, jetzt geht es gleich auf die polnische Autobahn. Da seht ihr dieses komische Kreisverkehr-Ding. Und hier hätte ich vorhin schon runtergemusst.
Bis zur Grenze ist es nicht weit. Das ist eine Sache von wenigen Minuten. Jetzt in der Zusammenfassung wahrscheinlich wenige Sekunden. Und ungelogen, nachdem ich über die deutsche Grenze rübergefahren bin, ist mein Handynetz wieder ausgefallen. Ich höre ja Internetradio, das heißt, mein Radiostream ist praktisch auf der Grenze noch abgebrochen, war einfach völlig tot, das Programm. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann wieder Internetempfang hatte. Das ist so typisch Deutschland. Egal in welchem Land ich bin, ich habe nie Probleme mit irgendwas. Aber in Deutschland. Da stand ein Zollauto, das ist die Grenze, da ist im Prinzip nichts weiter. Und ich war der Einzige für 10 Minuten, der Richtung Deutschland gefahren ist. Das war so krass. Weder vor mir noch hinter mir waren irgendwie andere Autos. Ihr erkennt es an meinem Hintergrund, ich oder beziehungsweise wir, ihr seid ja virtuell dabei, wir sind wieder in Berlin angekommen. Unserer Jujunskaya geht's auch gut, die Imperatorin ist am Start. Und ihr seht, ich habe noch keine Ente zu Wasser gelassen. Irgendwie habe ich jetzt gerade doch keinen Bock auf Baden gehen. Ich weiß nicht, jetzt nachdem ich 2,5 Stunden ziemlich glatt, wir haben es jetzt 21.38 Uhr, jetzt nachdem ich ziemlich glatt 2,5 Stunden in meiner fahrenden Sauna saß, denn ich habe ja immer so kuschelige 25 Grad im Auto, da habe ich irgendwie gar nicht mehr so das Bedürfnis, jetzt in die warme Wanne zu gehen. Das war vorhin anders, als ich da durch die Stadt spaziert bin und das ja dann doch ein bisschen kühler wurde gegen Abend. Aber jetzt gerade, nö, jetzt will ich einfach ein bisschen in meinem Bett herumhängen mit meiner Katze und das Video fertig machen. Ja, okay, wenn ihr diese Sequenz seht, dann ist das Video fast zu Ende für euch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel oder zumindest ein kleines bisschen Spaß. Ihr wart ja nun, wie gesagt, nur von zu Hause aus dabei. Mir hat es total gut gefallen. Klar, die Region an sich ist jetzt wahrscheinlich nicht die schönste auf der Welt. Das muss man fairerweise dazu sagen. Trotzdem hat mir der Trip richtig Spaß gemacht. Mal was völlig Neues gesehen. Ich habe mal wieder was völlig Neues gesehen. Das letzte Mal, als ich in Stettin war, da war ich, glaube ich, 5 oder 6 oder so. Das ist sehr lange her. Vor dem Hintergrund war das natürlich super interessant. Erst recht mit dem angeblichen Geisterwald. Was jetzt oder wie es jetzt weitergeht, dürfte für euch klar sein, denn ich setze mich jetzt direkt an den Themenzettel für unsere täglichen Nachrichten. Keine Sorge, die kommen halt auch wieder. Ich versuche nicht vorher einzuschlafen. Ich habe ja ich habe jetzt den Vorsatz, um 21.39 Uhr gemeinsam mit euch nachher die Videopremiere zu schauen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich gleich alle zusammen im Chat abhängen können, wenn ich nicht zwischendurch eingepennt bin. Deswegen wünsche ich, ich wünsche euch jetzt erstmal viel, viel Spaß mit dem Vlog, der gleich losgeht und hoffe, dass euch das sehr lange Reisevideo ein bisschen gefallen hat. War ein kleines bisschen Kuddelmuddel durcheinander, weil ich sehr, sehr viel gefilmt habe. Ich habe, glaube ich, auch zwischendurch in den Fahrsequenzen, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich zwischendurch in den Fahrsequenzen jetzt aus der Vergangenheit gesprochen, das eine oder andere komplett rausnehmen, damit es nicht zu sehr ausartet, weil sonst sind wir bei 2 Stunden. Ja, wenn ihr jetzt das Video seht, dann wisst ihr, für was ich mich entschieden habe, ob ich es rausgeschnitten habe oder nicht. Aber wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Deshalb hoffe ich, ihr hattet ein kleines bisschen Freude an den Impressionen aus Polen bzw. aus Stettin. Besonders das mit dem Volksfest war ja auch tatsächlich aus nachrichtentechnischer Sicht gar nicht so uninteressant, denn wir waren ja nun vor einigen Tagen erst auf der Demo der Veranstaltungsbranche und just heute fahre ich ganz spontan nach Stettin und finde dort einen Rummelplatz, wo auch ganz normales Alltagsgeschäft abläuft. Ja sicher, das war relativ leer da. Ich war aber auch zu einer sehr unpopulären Zeit anwesend, denn ein bisschen später, dann so in der Dämmerung, dann ist wahrscheinlich die ganze Dorfjugend aufgeschlagen und die Familien mit Kindern, die waren um 17.30 Uhr vermutlich schon wieder zu Hause. Also ich habe da wahrscheinlich so die Übergangsphase erwischt. Wenn ich länger da geblieben wäre, hätte ich abends nochmal vorbeigeschaut, aber ich kenne das noch von früher bei uns aus der Pampa, da war das auch immer so, dass die ganzen Jugendlichen, die kamen erst mit Einbruch der Dämmerung. Ich habe ein bisschen zu diesem Rummelplatz gegoogelt, das habe ich euch, glaube ich, alles jetzt schon erzählt aus dem Off oder werde ich euch jetzt gleich aus dem Off erzählen. Es ist immer ein bisschen blöd, jetzt umdenken zu müssen, weil ihr das Video wahrscheinlich erst in 2-3 Stunden oder so seht, je nachdem, wie schnell das verarbeitet. Das ist das Ganze, das nennt sich Holiday Park und das ist wohl tatsächlich so saisonal. Immer vom, ich kann leider die Monate nicht übersetzen, ich glaube März bis Oktober oder sowas. Aber wie gesagt, ich habe das Schild ja mit abgefilmt, glaube ich, da könnt ihr das selber lesen, ansonsten einfach Holiday Park googeln, das lässt sich mit Sicherheit ganz, ganz einfach rausfinden. Holiday Park Stettin. So, jetzt bis gleich im aktuellen Vlog.